Möchtest du ein Pix? Möchtest du ein Pix? Wenn es Kekse gibt, dann sind die zwei wie Julia. Kekse! Jetzt gibt's Kekse! Hallo erstmal! Hallo erstmal! Willkommen bei der absoluten Eskalation hier auf Twitch! Ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Gibst du mir den Keks? Zoom, 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 zoom. Timmy, du musst jetzt deine Augen zeigen. Nein! You have to look in this camera, please. Nein. Ja. Ich kann am Psychoblick auf nein, nein, nein! Ich muss weg. Ich hab noch Wurst im Auto. Glaube nicht. Was fahren, oder nicht? Jecken wieder widmen, wollten wir erstmal ein bisschen Spaß mit Vögeln haben. Also mit. Ich lass es einfach. Ich lass es einfach. Mag den Maulwurf. Selber so einen Charakter entwickelt hat. Oder eine Landschaft oder eine Szenerie oder sogar eine Geschichte. Kann ich halt jemand Freude machen. Gott, was war jetzt? Wie eine Rakete jetzt in. Ja. Ich hab eine Beule. So, weiter zu den Möpsen. Ich werde definitiv die Möpse nochmal auspacken. Heute mit Background-Vögeln. Oh, ist das schön. Okay, alles klar. Sorry, sorry. Okay, Vogel Nummer 1 ist verschwunden, der Popo kommt raus. Das ist Suis Lieblingsplatz. Ja, hallo. Ja. Hallo, Sui. Ja. Andere Leute haben ein Mikrofon. Ich spreche in meinen Vogel. Bitte, Bits. Du hattest Skorpione zum Mittagessen. Sehr, sehr lecker, nicht. Wird hier wahnsinnig. Warum bin ich in der Anstalt? Es hat funktioniert! Schnell, Mutterkeks, bring mich zu meinem Körper! Ohne Dachpappe oder etwas in der Art komme ich, kann ich das Dach nicht flicken. Ich hab flicken gesagt, ne? Ich hab flicken gesagt. Das war flicken.
glaube ich nicht, Tim. Geschafft. Ich muss mal was trinken. Oh, oh Gott, ich hab noch Nüsse im BH. Von den Vögeln. Nicht wundern, Otter, sie hat Krümel im BH. Gut gehabt. Und durch meinen Kopf schoss dann nur so... Upsi. Ja, schoss dann nur so ein Yoshi in einem Thanos-Kuss. Ich geh mal kurz meinen Vogel holen. Macht ja. MS-Niveau, wir sinken! Wir müssen immer noch. Sorry. Suddenly Goofy. Dieser Mops wird kein leichter sein. Dieser Mops wird steinig und schwer. Los! Danke. Musik. Was würdest du zu einem kleinen Bumserchen sagen? Hallo, kleines Bumserchen. Du hast 3 Wünsche frei. Das Mütterchen sagt... Ich hab gedacht, da gibt's ein fette, fette, fette Party. Ich... Au! Prost! Jo. Verdammt, Mikro war an, Entschuldigung. Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Vielen lieben herzlichen Dank für dein... Der Vogel hat mir ins Auge gerotzt. Genießt. Oh. Gibt's einen Titel? Ja. Yeah. Ja. Yeah.
Dann lassen wir das so. Guten Tag! Willst du ein Tuch hier, du? Willkommen bei Juliluart. Fühlen Sie sich wohl? Haben Sie Spaß bei aberwitzigen und bunten Streams? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Überregional-Stream von Langeweilen an der Öd nach Frohsinnen über Quatschstedt und Flachwitzenhausen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Und damit einen wunderschönen Freitag euch allen da draußen. Hallöchen, Jack McCrack, und vielen lieben herzlichen Dank für deinen 7-monatigen Resub. Da freue ich mich sehr. Schön, dass du da bist. Und Hallöchen und Dankeschön, Hunter. Komm gut zur Arbeit und ich wünsche dir eine stressfreie, schnell vergehende Schicht. So. Mainz Boom. Das geht ja gut los hier. Moment, du streamst wieder. Darf man daraus schließen, dass es dir wieder besser geht? Spring 1 Party Bride Hartlich Bride Hartrecht Juli Lunian Pizza 2 Juli Lunian Pizza 2 Juli Lunian Pizza 1 Juli Lu Party Juli Lu O Juli Lulo Weit Juli Luchilkröte. Hallo. Es klingt so ein bisschen wie Stephen Hawking, oder? Ja, so ist es, mein Spoon. Also mir geht es wirklich schon viel besser. Ich hatte jetzt am Mittwoch nochmal eine letzte Behandlung. Erstmal für größere Pause habe ich jetzt erstmal keine Behandlungen mehr. Und es ist wirklich schon wesentlich besser. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig, aber ich werde jetzt erstmal die nächsten Tage abwarten. Und wenn alles so bleibt oder sogar besser wird, denke ich auch, dass ich nächste Woche wieder die Cam anmachen kann. Und ein, zwei Tage mehr wieder hinzunehmen kann. Und ich werde aber nicht 5, 6, 7 Stunden am Stück mehr streamen erstmal. Ist sowieso nicht so gesund, auch für den Rücken und die Schulter, ne? Wenn man über 30 ist, dann ist das erstmal alles so eine ganz andere Sache. Ich habe erstmal so 2,5 Stunden mehr ins Auge gefasst. Ich werde langsam erstmal wieder in die Vollen treten, nicht gleich wieder volle Pulle, ne? Und dann ist man dann wieder monatelang außer Gefecht gesetzt. Das ist doof. Das ist blöd. Hallöchen, Sleepy Weasel. Einen schönen Freitagvormittag wünsche ich dir. Ich habe mir gestern ein großes, es sind mehrere große Packs neue Pinsel runtergeladen. Und die habe ich hier auch schon ein bisschen ausprobiert. Ich möchte nämlich sehr gerne heute noch ein paar Farbstudien machen. Furan! Willkommen zurück. You little Kuban, halb schön, dass man dich mal wieder hört. Juli Luwavi, Juli, alles Gute und gute Besserung dir, Juli Luwavi. Furan, frohes Einjähriges. Dankeschön für deinen, so langen Support jetzt schon. 12 Monate. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Und natürlich auch lieben Dank für deine sehr, sehr lieben Worte. Ja, es geht ein bisschen aufwärts. Genau, meins Boom, gemütlich. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für euer Verständnis. Und meins Boom hat sogar auch schon das Batman-Gummihuhn. Cool. Da sieht man das auch mal. Genau. Und da habe ich schon so ein paar Skizzen gemacht, Vorzeichnungen von Menschen. Den rechten, den kennt vielleicht der ein oder andere. Ne? Der rechte hier, der junge Mann. Sean Connery. Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen die neuen Pinselchen testen, mit euch ein bisschen quasseln und natürlich das Wochenende einleiten. Weil das ist jetzt endlich wieder da und ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr bisher eine schöne Woche hattet. Es hat ja ordentlich schönes Wetter gegeben. Ne? Wir hatten hier in Münster 20 Grad. Das ist echt irre. Es ist einfach so irre, weil vor einer Woche lag noch sehr, sehr viel Schnee und da war eher so minus 12 Grad angesagt. Und wir haben hier draußen sogar noch auf dem Hinterhof noch so ein paar Schneeberge, kleine Hückelchen, die nicht wegschmelzen wollen. Mal gucken, wie lange die durchhalten. So, und ich habe hier auch mal so beim groben Überblick schon so ein paar Pinsel gefunden, die ich echt sehr, sehr cool und interessant finde.
Die ziehe ich mir jetzt mal zu Gemüte. Ich meine, man kann ja auch mal ein bisschen flexibel sein. Man muss ja nicht immer stur das jetzt farblich so gestalten, wie die Realität gibt. Man kann ja auch so ein bisschen Eigennote mit reinbringen und mal mit den Farben ganz verrückt spielen. Aber ich verabschiede mich mal wieder, wollte nur kurz Hallo sagen. Alles klar, Dankeschön, mein Boom. Was? Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß, hat einen Zettel im Schnabel, vom Gott Min ein Gruß. Liebe Vogel, fliege weiter, nimm meinen Gruß mit und einen Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss, Gott Min ein Stirb. Was? Ein halbes Jahr schon. Wir haben den Hype Train ihr habt den. Dankeschön. Oh mein Gott. Gottman. Vielen lieben Dank. Für deinen 19-monatigen Resub. Und auch dir, Martin, für dein 6-monatiges. Dankeschön. Und Celeste. Vielen lieben Dank auch dir für deinen 4-monatigen Resub. Das bedeutet. Er kommt. Doch, da sind deine neuen Emotes. Wie cool. Ihr habt schon wieder geschafft, ey. Dankeschön. Und hallo, ich bin Martin. Ich dachte, du bist eine Neune. Wo waren die Winde ab? Ach, 1000 bis 1000. Oh mein Gott. Ja, moin. Martin! Oh, ja, ich mag den auch. Ich mag den auch. Furan, Gottman und Celeste. Ihr habt den Hype-Train ausgelöst. Vielen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Oh, ich mag den auch unheimlich gerne. Unheimlich gerne. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sleepy Weasel, danke schön. Sleepy Weasel klopft in 100 Bits raus. Für deine 100 Bits und voran 1000 Bits. Mensch, das sind so viel. Ich wollte den Halbschwing gar nicht auslösen, aber das Abo verlängert sich. Nein, Gott, mein alles gut. Was? Das war jetzt. Na klar, fein im Sand, Juli-Lu-Party, Juli-Lu-Party, Juli-Lu-Hype. Celeste Tempel klopft ein 100 Bits raus. Gott, mein, das war jetzt wirklich ein Zufall. Das ist nicht schlimm. Wir haben Level 3. Alter Falter, alter Feder. Mhm. Minostin. 7x7 ergibt was? Feinen Sand. Vielen, vielen lieben Dank, Minostin. Für deinen 7-monatigen Resub. Vielen herzlichen Dank. Und Celeste, danke schön für deine 100 Bits. Suicide Ali, moin. Kein Pussy, Pussy. Ach, wie schön. Schön, dass ihr alle da seid und ich hoffe, ihr hattet bisher einen guten Start in den Freitag und ja, das Wochenende steht vor der Tür. Kann es einem nur gut gehen, oder? So, dann schnappe ich mir mal. Sui sitzt, ach ja, das kann ich mal sagen, wo die Vögel gerade sind. Sui sitzt gerade auf meinem Schoß und Benjo sitzt auf meiner Schulter. Ja, ah, Sui beißt mir gerade ins Bein. Oh nein! Oh Gott. Bart! Ich will auch mitspielen. Ja, gleich haben wir das Jahr voll. Wow! Tatsache! Erstmal kommt die Schnapszahl, dann kommt das Jubiläum. Vielen lieben Dank, Bart Spencer. Für 11 Monate frohes Boos. Frohes Miteinander. Und Dankeschön für deinen Support. Ich musste wegen der Insta-Story, wo die Vögel sind. Ja, Martin! Ich war leider zu langsam. Gottman, ich wünsche dir viel Spaß im Lurk. Alles klar. Viel Erfolg beim Weiterarbeiten. Ich habe leider zu spät zum Handy gegriffen. Die Zoe, die hat das die ganze Zeit schon gemacht. Ich habe mich auch so weggeballert. Also ein bisschen konnte ich dann noch aufnehmen. Die ist voll silly gewesen. War so cool. Juli, Leo. Oh, wie schön. Hallöchen, Rena. Moin, moin. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht es gut und deinen Lieben auch. So, ich werde jetzt erstmal mit einem Grundton anfangen. Mal so ein. Ich meine, wir können ja mal überlegen, ob wir vielleicht auch mal ausrasten.
also farblich, mal so was ganz Wildes, Verrücktes machen, statt immer. Aber erstmal mache ich mir einen Grundton. Genau, und Benjo sitzt wieder auf meiner Schulter. Ich glaube, die kommen jetzt doch wieder zu mir. Die haben ja, waren jetzt eine Zeit lang, ja, haben sie eher so, wenn ich hier am Schreibtisch gesessen habe, diesen Platz gemieden. Und ich wusste gar nicht, warum. Ich habe gar nichts verändert. Manchmal sind die halt, ja, man weiß es nicht, ne? Aber jetzt sitzen sie wieder hier und ich freue mich so riesig. Und ich hoffe, dass nächste Woche der Zustand so bleibt, vielleicht sogar noch besser wird. Und dann kann ich die Cam auch mal wieder anmachen, ne? Dann könnt ihr den ganzen Spaß mal wieder sehen. Und dann gibt es dann auch wieder Leckerli für die zwei. Muss nur mal gucken, wie ich das einstelle, dass das nicht zu oft ausgelöst wird. Oh, das ist aber sehr gelb, ne? Holy moly. Die gute Dame hat jetzt, glaube ich, ein bisschen Gelbsucht bei mir spendiert bekommen. Da gucke ich gleich mal, dass ich das gefixt bekomme. Wenn da irgendwo noch ein bisschen Hauttöne? Nö, das sind die Haare davor. Highdesign unterstrich Art klopft ein Klappitz raus. Rina! Magic. Dankeschön für deine 100 Pupieren. Rina, steig nochmal ein. Und da ist er, der liebe Nano. Hallöchen, guten Morgen. Warte, Moment. Wo ist er? Oh, bis er das gefunden hat, ne? Ist schon wieder Abend. Hier. Morgen. Hallöchen, Nano. Einen schönen Freitagvormittag wünsche ich dir. Na, wie lief das Musikmachen gestern? Oh, ich habe gestern völlig die Zeit vergessen, ey. Ich habe noch mit der lieben Melli und der lieben Morgi haben wir noch ein bisschen Overwatch gespielt und dann war schon wieder plötzlich so 9:30. Dann habe ich erst Armbrot gegessen und dann kam ja noch diese PlayStation-Präsentation mit den neuen Trailern, ne? Oh, dieses Kena-Spiel, das sieht so cool aus. Oh, und jetzt machen sie gerade Transformer-Stellung und ihr könnt es nicht sehen. Oh Mann, das ist so blöd. Nächste Woche wieder. Und da ist der Halbtrain auch schon wieder durchgefahren. Geil. Ich hoffe, ja, es gab wieder Emotes für euch. Sehr schön. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Emotes. Mit den Halbtrain-Emotes. Benjo ist nervös. Warum bist du nervös, Benjo? Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen mehr Rot reinbringen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Benjo übernimmt den Stream. Mit so anderen Oh, guck mal. Der ist ja ganz sanft. Aber kann man das bei euch sehen, dass das so ein ganz sanftes Rot wird? Kann ja mal so ein bisschen mit den Pastelltönen spielen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob die nicht doch auf meinen Rücken gepuppt die haben. Na, ja, doch, geht's voran. Ach, gestern ging so. Oh, das klingt ja so, so halb, ne? Aber es gibt ja solche Tage. So Tage, da läuft das richtig, da flutscht das nur so, ne? Da gibt's so Tage, wo, naja. Aber das ist ja völlig normal. Aber bei euch kommt am Ende, und das ist ja das, was zählt, immer was ganz Großartiges dabei. Bei raus. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Wenn es mal wieder etwas länger dauert. Oh, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu stark. Da muss ich ein bisschen runterdrehen. Ist ja alles lustiger Testespaß heute hier. Im Rahmen des anderen Tommys. Sleepy Luise, tut. Aber das Intro für Sven ist aber fertig. Da sind wir sehr glücklich mit. Oh, ich glaube, da habe ich euch zugehört und zugeschaut. Ich habe mich nur nicht erkenntlich gezeigt. Also ich meine nicht kenntlich gemacht, nicht erkenntlich gezeigt. Nicht kenntlich gemacht. Manchmal lurke ich auch einfach und sage gar nicht, dass ich da bin. Aber es ist so cool geworden. Richtig, richtig stimmig. Und auch mit, ich glaube, das ist Eva, ne, die im Hintergrund dieses Echo da spricht. Richtig, richtig geil geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hallöchen, Waschbärs Werkstatt. Moin, moin. Einen schönen Freitag auch dir. Oh, was hat denn Bart da? Oh Gott, ist das süß.
Oh. Ach, Nina ist das. Oh, wie cool. Das ist ja ihr, der weiße Hund, ne, der große. Geil. Roter Schnee 243, dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. So, jetzt mal so. Oh, guckt, oh, ein Crunch-Look. Ein Crunch-Look. Ich teste heute mal so ein paar spannende Pinselchen aus. Ja, das machen wir heute. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr wollt, mitzumachen. Ist aber nicht. Könnt auch nebenbei andere schmutzige und saubere Dinge tun. Steuererklärung machen. Haushalt. Vielleicht zeichnet ihr ja auch nebenbei, seid ein bisschen kreativ oder arbeitet. Aber lasst euch nicht vom Chef erwischen, ne? Denkt dran. Hallöchen, roter Schnee. Ja, ich einmal guten Tag hier. Genau, ich mal guten Tag hier, ne? Ich hatte vorhin so einen richtig schönen... Es ist ja nicht gut, wenn man ständig mit den ganzen Pinseln hin und her... Es ist auch gut, mal bei einem zu bleiben. Ich versuche jetzt erstmal die Stellen rauszuarbeiten, die besonders Bedarf haben, dann zu zeigen, aha, das ist jetzt Schatten. Ich glaube, ich arbeite mal weiter. Alles klar, Celeste. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß dabei und einen guten Start ins Wochenende dir später. So, ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen so einen Rotton mit reinbringen. Liquid. Was ist? Ach, Liquid war ja... Bäh. Habt ihr das gehört? Der Vogel hat gerade, naja, ein Geschäft verrichtet. Und, oh nee, das ist... Und das war sehr laut. Ich hatte vorhin so einen schönen, der so... so schön weich war. Wo ist der denn? Watercolor. Oh. Aber ich mag ja lieber, wenn man so ein bisschen mehr Struktur noch sieht. Und sieht das immer so glatt aus. Ne? Das ist immer beim Digitalen. Bei Digitalart versuche ich das eigentlich immer zu vermeiden, dass man das am Ende so stark sieht, dass das digital ist, so glatt. Moment, wieso geht hier die Farbe weg? Das ist nicht schön. Die Farbe soll drauf. So. Vogel? Oh mein Gott, ich sehe das nicht, schade. Benjo, was machst du denn da? Warte mal, ich muss mal ein Foto machen. Ich muss mal ein Foto machen, mein Gott, ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Nico, Nico, Nico. Dieser Vogel, ey. Hallöchen, Nico. Hey, du Nasi. Na, wie geht's dir? Ich hab dein super Nasenpfand mit den Engelsflügeln. Warte, wo hab ich den heute gesehen? Ich hab den heute irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Oh Gott. Ich bin schon ein bisschen fertig heute, glaube ich. Also ich glaube, vielleicht hat mein Gehirn doch irgendwas abbekommen. Aber naja, das ist sowieso... Man kennt's. Ich versuche ja mal so ein bisschen diese Roughness beizubehalten. Weil ich finde das schön. Das wird dann gleich alles noch so ein bisschen vermengt. Nicht wundern. Ich mag damit auch so gerne ein bisschen zu experimentieren. Mal abzuweichen von seinen Komfortzonen. Grau Carlson. Oh, Grau Carlson. Dankeschön für deinen Follow und auch dir einen schönen Freitag. Palimpalim! Oh, warum kam jetzt Palimpalim? Ist gerade ein bisschen dunkel. Es war Nasenmann war das. Nasenmann. In Insta. Ja, genau, stimmt. Instagram. Der ist cool geworden. Hast du mit dem noch irgendwas vor? Wollte noch animiert werden? Der ist cool. Oh Mann, man könnte sich bei dir und deinen Nasenpfanden richtig cool vorstellen, dass da mal sowas, ist das stark, so eine Animationsserie oder so, das wäre cool. Oh stimmt, ich habe meinen Kaffee noch gar nicht, geholt. Ich muss gleich meinen Kaffee noch holen.
Und so stärken wir erstmal ein bisschen die Wimpern. So, wo haben wir hier noch dunkle Stellen? Chaos Usagi, hallo! Kannst du bitte bei der... Mein neuen... Oh, stimmt, Nasenpfand. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, das ändert sich nicht von alleine. Das ist... Ach, das macht er nicht von alleine. Das muss ich gut. Da muss ich den Nico-Dingsbums löschen, Namen. Dann nehme ich dein Nasenpfand. Warte mal, Nasenpfand. So, Shoutout. Nasenpfand. Können wir gleich mal testen, ob es geht. Nasenpfand. Speichern. Nico, Nico, Nico. Da, guck mal, geht. Danke schon fürs Bescheid geben, genau. Kuchiro Tengu, hallöchen, moin. War eine Challenge von Eschi mit, Februar, stimmt. Den Kaffee nicht geholt, der muss sein, den hole ich mir jetzt auch nicht, bis ich wieder vergessen habe. Dann am Ende des Streams, Die Sonne macht mich heute gerade ein bisschen wahnsinnig. Ich mache immer wieder die Jalousien runter. So. Wie geht's dir denn? Schon besser, dankeschön. Ich hatte am Mittwoch noch meine letzte chiropraktische Behandlung. Ja, und seitdem ich sowieso bei ihm in Behandlung bin, bei meinem Chiropraktor des Vertrauens, ist es wirklich viel, viel besser geworden. Also das ist kein Vergleich zu den Tagen davor und Wochen davor. Aber was halt noch ein bisschen problematisch ist, es dauert lange. Es dauert lange, bis sich alles wieder so ein bisschen, ja, wieder einpendelt. Und es war auch die... es ist immer so die Anfangszeit, wenn ich frisch von der Behandlung gekommen bin, die nächsten Tage, die fühlen sich dann erstmal alle sehr, sehr anstrengend an. Da merke ich dann, dass mein Körper noch ein bisschen zu tun hat, sich da wieder einzuregulieren. So, jetzt sind wir mal ganz fesch und nehmen einfach mal so ein paar Blautöne mit rein. Ich glaube, ich finde das irgendwie ganz spannend. Ich meine, das ist ja, wir können ja hier mal ein bisschen so spielen. Darf nur nicht ganz so bunt sein, glaube ich. Was heißt darf? Wir können eigentlich machen, was wir wollen hier. Das ist ja nichts Vorgeschriebenes. Ich finde das ja schön, wenn man auch in Studien so ein bisschen was Eigenes reinbringt. Irgendwie so Interpretationen. Beim Knochenverdreher, ja, das dauert ja, ne? Und gerade Halswirbelsäule und Atlas. Vor einer Woche am Montag hat er mir den Atlas gerichtet und seitdem ist es richtig krass bergauf gegangen. Ich hatte erstmal 6 Tage lang Kopfschmerzen und Verspannungen des Todes. Also diese tiefe Muskulatur und die Faszien und das Bindegewebe, das braucht echt eine ganze Zeit, bis sich das wieder so ein bisschen lockert und warm wird. Und da versuche ich ein bisschen zu unterstützen mit Wärme. Mit Umschlägen. Nee, das war nicht nur eine Verspannung, Chaos. Da hat sich wirklich was... Also mein Atlas war definitiv richtig verdreht. Und die Behandlung vom Orthopäden und vom Hausarzt, die haben das noch viel, viel schlimmer gemacht. Ich hatte dann eine Entzündung. Ich weiß zwar nicht, wo genau, aber die Entzündung, die war wirklich mit das Schlimmste. Boah, das hat sich ganz furchtbar angefühlt. Und das ist wirklich jetzt alles besser geworden, seitdem ich bei einem fähigen Menschen gelandet bin, der weiß, was er tut. Ich konnte ja leider nicht zu ihm hin, weil er da im Urlaub war. Und da musste ich, wollte ich mir irgendwie selber helfen und bin dann schnell zum Orthopäden. Und das mache ich nie wieder. Wenn ihr Halsgeschichten habt, geht bitte nicht zum Orthopäden. Oh Gott, es sei denn, das ist wirklich ein richtig, richtig guter und der Ahnung hat und der weiß, was er tut. Bei mir ist es so, so schlimm geworden danach. So, hier haben wir auch noch ein bisschen. So, dann können wir das mal baldigst beginnen zu verblenden. Abolicious, hallöchen, moin, moin. Wie hast du denn sowas nur hinbekommen? Ich weiß es nicht. Chaos, sage ich. Ich bin ja sehr, wie heißt das nochmal? Hyper. Cheers! Prepare to die! Hab ich dich jetzt erschreckt?
ich bin so hyperbeweglich. Und Hallöchen, Marek, einen schönen Freitag dir. Ist das hyperbeweglich? Ich weiß gerade nicht den Vorausdruck. Irgendwas mit Hypo. Raum. Naja, jedenfalls, wenn ich dann so abends das Gefühl habe, oh, ich bin so verspannt. Ich ziehe mir mal so ein bisschen am Kopf und drehe ein bisschen, ne, um die Wirbelsäule quasi so ein bisschen lang zu strecken. Auf so einer Black Roll kann man das ja auch machen. Das ist dann halt nicht gut, wenn man das übertreibt. Und ich glaube, so fing der ganze Spaß an. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch so extreme tiefe muskuläre Verspannung im Rachenraum und hinter der Nase so und beim Atlaswirbel in der Gegend. Aber wir kommen jetzt langsam wieder, ne, in Richtung, ich fühle mich wieder wie ein Mensch. Also vor allen Dingen der Januar waren ganz schlimm. Aber naja, das ist jetzt olle Vergangenheit. Jetzt geht's vorwärts, mir geht's schon viel besser und ich kann mit jedem Tag, mit jeder Woche spüre ich, es geht zwar langsam, aber stetig, besser sprechen, besser sitzen, besser arbeiten, einfach besser alles tun. Das ist so, so, so gut. Und danke schön, Abulicious, für deinen Support. Hallöchen, Red! Wieso kommt keine Werbung? Abu, okay. Da muss ich jetzt an Aladdin denken. Abu hieß ja nicht das Äffchen, aber der wurde, glaube ich, A-B-U so geschrieben. Hallöchen, Red. Wieso geht denn Werbung nicht? Wo ist meine Werbung? Das ist so geil. Ja, warte mal. Ich gucke mal, ob ich das auslösen kann. Es zickt manchmal. Oh. Warte mal. Ich löse es mal mit der Hand für dich aus. Warte mal. Das ist komisch. Abu. Abo kann ich mir merken. Wörter Wienem, Hallöchen. Moin. Was? Du bist auch überall, gell? Ihr kennt euch. So, warte mal, ich gucke, ob ich die Werbung für dich hier starten kann. Hä? Die startet auch nicht, wenn ich hier... hat sich irgendwas im Codec verändert? Ist ein Knuffi, der Typ. Das ist ja schön, dass ihr euch kennt. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, warum die Werbung gerade nicht geht. Kann sein, dass... ich benutze ja Mixit-Up. Und die sind sehr programmierlastig. Und die haben da für jeden Quatsch, haben die da so bestimmte Befehle. Und manchmal ändern die das auch mit Updates. Und ich hab so das Gefühl... dass das vielleicht geändert wurde und ich habe das noch nirgends aufgeschnappt und deswegen bekomme ich jetzt keine Werbung. Scheiße. Upsi. Ich hab Scheiße gesagt. Überall, wo es gut Unterhaltung. Oh. Also überall, nur nicht hier. ja. Das geht doch nicht. Warte mal, what the fuck geht auch nicht? Cooldown. Himbeer geht. Himbeer. Ich habe keine Ahnung, was hier schon wieder kaputt ist, ey. Es ist sehr interessant. Es ist eigentlich jedes Mal, wenn du den Stream anmachst, ist irgendwas immer fatal. Da geht wieder gar nichts hier. Gar nichts. Mix it up, du bist eine Butterbirne. Du alte Butterbirne. Nordseefuchs, hallo, schön dich zu sehen. Hallo Frau Juliduart. Du bist auch kaputt, Kichiro. Nein, du darfst doch nicht kaputt sein. Cookie. Scheiß die Wand an. Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Schön, dass ich dich hier begrüßen darf heute. Ach, du nutzt auch... Ja, unnötig episch, genau. Weil ich gerade dieses Programmierlastige so mag. Dadurch hat man nämlich mannigfaltige Einstellungs- und Rumspielmöglichkeiten. Der Nachteil ist, man muss sich da erstmal reinfuchsen. Und wenn da was verändert ist, guckst du wie ein Schweine ins Uhrwerk und weißt überhaupt nicht, was da los ist. Ja. Werbung geht nicht. Man kann halt alles machen. Genau, so ist es, ja.
Du musst gleich zum Ergotermin. Warte, Red. Ich, du kannst doch nicht ohne Werbung zu deinem Ergotermin. Ich guck mal. Ich guck mal, dass ich das für dich so abspielen kann. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Hier. Hallo. Hallo Sie. Wollen Sie eine Gillion gewinnen? Einen ganzen Kack voll Sohle? Voll mit Freizer Schwanken oder panischen Siseten? Nur zur Zirkeit. Aktionswochen bei Kentucky schreit Fiepen. Da gucke mal. Hab ich nicht weiter denn. Ja, ich muss das nochmal recherchieren, warum das nicht geht. Ich habe keine Ahnung. Der Rest geht aber, ne? Glaube ich. Ja. Hanuta! Hanuta. Hanuta wäre jetzt gut. Astrein! Hallo! Jetzt bist du glücklich. Ich auch. Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Und ich hab zwar ein bisschen geschummelt, aber dafür wird's abgespielt. Ja, der Rest geht, Red. Das hat was damit zu tun, weil ich mit einem Befehl auf eine Textdatei zugreife, die wiederum den Dateipfad offenbart, wo sich das Soundfile befindet. Ist ein bisschen kompliziert. Und da scheint sich irgendwo der Fehlerteufel wieder eingeschlichen zu haben und sein Unwesen treibt er jetzt dort. Und dann muss ich erstmal rausfinden, was da überhaupt los ist. Hey, hier ist der Pfirsich! Der Popirsich, genau. Musste gern den Follow-Alert bei Mixed Up auch neu einstellen wegen Update. Oh! Da gab's also ein Update. Oh, da muss ich wieder auf den Discord. Da muss ich wieder gucken, was da gemacht wurde. Weil der Rest geht ja. Also die normalen Comments, die gehen. Die gehen wirklich gut, aber der Rest geht nicht. So. Clock Omens, hallo. War schön, dich auf Insta gesehen zu haben. Dankeschön. Wenn alles gut geht, dann seht ihr nächste Woche meine Vögelchen und mich vielleicht auch wieder über die Cam. Also ich werde auf alle Fälle noch ein, vielleicht auch zwei, mal gucken. Ja, bin ich gleich übertreiben, aber dann klappt es nicht, dann bin ich wieder traurig. Aber vielleicht schaffe ich ja nächste Woche 2-3 Tage zu streamen und auch wieder, ich bleibe erstmal bei diesen 2,5 Stunden. Also 3, 4, 5, 6, 7 Stunden ist einfach zu krass. Da wird das eventuell wieder schlimmer und dann nee. Da muss ich dann wieder 1-2 Monate ausfallen. Das will ich nicht. Das will ich überhaupt nicht. So. Aber dass wir so ganz langsam wieder so ein bisschen Regularität reinbekommen. Ich hatte schon letzte Woche Probleme mit dem Wort. Ist doch irgendwas faul. Da ist doch irgendwas faul, oh. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Wischiwaschis und... Sag mal, kennst du Arti? Arti? Arti. Ist das ein Streamer? Oder ist das ein YouTuber? Arti. Ein Gun. Das bin ich nicht. Hört man das? Alter! Die Bohnensuppe war gut, wa? Regulär Normalität. Alter, ich hoffe mal, das hört man nicht, ey. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, das ist, ich glaube, wir haben da unten neue Untermieter. Also unter uns wohnen neue Leute. Und die nehmen das wohl nicht so ernst mit Knicke und mit Benehmen. Ausnahmenormalität. Also ich nehme mal an, Nico, dass man das gehört hat.
Oh Mann. Tut mir leid. Passiert nie wieder. Nasenpfand entgeht sowas nicht. Nein, nein. Oh, so ein bisschen peinlich ist mir das jetzt schon, oh. Mensch. Was macht denn, was wirft denn das jetzt für ein Bild hier? Oh, das ist wieder zu dunkel, Mensch. Es ist aber schwer, hier so einen Mittelweg zu finden. Jetzt brauchen wir so ganz kleine Nuancen, ne? So kleine Nuancen. Damit das ja ein ganz klein bisschen weicher wird. Ich meine, man kann ja auch ein bisschen mit der Pinseldichte und mit der Deckkraft arbeiten. So. Ach, guck mal, das ist doch angenehm. Darfst du nicht. Zoe, komm her. Zoe, komm. Komm her. Ich weiß doch, dass du ein T-Shirt willst. Geh rein. Hallöchen, Sweet Asurois. Moin, moin. So, Zoe geht wieder unter den Tisch. Da ist sie glücklich. Habe ich dich jetzt richtig ausgesprochen oder klang das furchtbar? Ich habe so den Eindruck, dass das, glaube ich, eher so ganz furchtbar war. Warte mal. Ich habe da ein Fehlerchen gemacht. Das gehört doch gar nicht rein, du. So. So, das Pummelluft geht essen. Oh, das Pummelluft. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit und ja, vielleicht bis später. Und falls nicht, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Hast du mal Gardic Phone? Wenn nicht, würdest du dich das überreden lassen, mal mit uns zu spielen. Du bist offiziell eingeladen. Gleich kommt ein Satz Briefe durch den Kamin geflogen. Abu, ich werde mir das mal... Ich werde mir dieses Spiel mal in die Google... Tab-Leiste donnern. Oh, es tut mir so leid. Ich hätte die Zwiebelsuppe mit den Bohnen nicht essen sollen, du. Und Brot vertrage ich auch nicht so gut in letzter Zeit. Ich werde das mal googeln. Ach, das ist Stille Post oder was? Stille Post? Ist das lustig? Besser raus als rein, würde Fiona jetzt sagen. Bei den Sounds fällt der doch schon gar nicht mehr auf. Ja, das stimmt allerdings. Bei den ganzen Alerts hier, ne? Essen, pff. Das Pummeluft malt sich wieder, Leute, mit deinem Edding an. Ja, wenn du eingeschlafen bist, ne? Also ich muss unbedingt dieses Gelbe... Machen wir ein bisschen gelb und ein bisschen heller. Das Ganze. Die Musik gerade, ey. Ein bisschen was mit von Helge Schneider und ohne Helge Schneider. Also ohne so Gesang von Helge Schneider. Ihr wisst, was ich meine. Hella, Nuklor. Hi, ich lurk hier so rum neben der Arbeit. Der Name passt schon. Hauptsache, ich verstehe, dass ich gemeint bin. Ja, da sage ich Sweet Asu. Asu. gerade gefunden, Stille Post, aber mit Malen. Boah, was? Das klingt ja cool. Das ist nicht lustig, das ist ultra geil lustig. Alles klar, das klingt wirklich cool. Wir haben nur eine Voraussetzung mit Mausmalen. Oh, okay, alles klar. Ja, damit es fair bleibt, ne? Ja, ich spiele ja auch Scribble.io oder dieses andere da. Auch total gerne. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also seht ihr das? Sobald das so ein bisschen diese Struktur verliert, finde ich, sieht das schon gar nicht mehr so cool aus. Oder beziehungsweise wieder so typisch digital gezeichnet. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das hat so einen ganz speziellen Look irgendwie. Das ist... Und davon will ich so ein bisschen wegkommen, ne? Dass das so
danach aussieht halt, ne? So, gucken wir erstmal, wo hier dunkle Stellen sind. Samba-Schnitzel! Hallo! Mit Maus malen. Wo kriege ich denn jetzt eine Maus her? Wir haben eine hier im Wintergarten. Der gebe ich jeden Abend immer Kekse. Der geht's richtig gut. Die hat schon eine ganze Packung Kekse gefressen. Mit Schokoladenfüllung. Wenn du Scribble magst, wirst du Garlic Foundy. Und das treibt die Grundgedanken von Scribble einfach nochmal auf die Spitze. Und ist den richtigen Leuten einfach zum Brüllen lustig. Das klingt wirklich cool. Wie einem. Da muss ich aber die Melli mitspielen lassen. Und vielleicht die Morgi. Und da hätte ich auch Lust. Wir können ja mehrere... Wie viel dürfen da eigentlich im Maximum mitmachen? Das müssen wir echt mal machen. Das klingt auf jeden Fall cool. Für so einen Spaß bin ich immer zu haben, du. So, hier machen wir noch ein bisschen was hin. Ich versuche das vielleicht auch mal so zu lassen. Einfach mal so ein bisschen rougher. Rougher. Mut zu Roughness. Was Wienem sagt, da dürfen alle mitmachen. Geil. Mein Kater hat in 2 Tagen eine Lunge und eine Leber verputzt. Von was für ein Tier? 30? Wow. Wow. 30 Leute? Okay. Wow. Ja, das klingt ja mal nach einer ordentlichen Dosis Amortz-Gaudi, ne? Amortz-Gaudi. Moin. Moin. Hallöchen, Eva. Schön, dich zu sehen, du Gute. Die Eva verschickt immer die schönsten Knutschgifts. Bussi, bussi. Da freue ich mich immer. Ach ja, das war doch heute was. Ein Tag Rettungsaktion. Oh, Eva, wir sind auf dem guten Weg also. Oh, fühle ich mal ganz, ganz lieb gedrückt. Und das Wochenende steht doch vor der Tür. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich hoffe ja, dass mein Wochenende gut wird, weil ich warte noch auf eine Bestätigung von dem Saturnmarkt. Fette Hackerpixel, vielen lieben Dank für deinen Support. Und hallo. Also, wenn es okay für dich ist, schreibe ich dich einfach mal an, nur wenn du wirklich Lust hast. Ich will mich nicht aufdrängen. Alles klar, Abu. Nein, das können wir wirklich gerne mal machen. Sehr, sehr gern. Da brauchen wir nur noch ein Terminchen zu finden und dann machen wir das. Also Lust hätte ich auf jeden Fall. Und dann frage ich mal die Melli, die hat auf jeden Fall bestimmt auch Lust. Und die Morgi. Moin, moin, Hacker. Abulicious, bist du bei Discord? Du kannst mir bei Discord sehr gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich weiß ja dann, dass es von dir ist. Und dann bekommst du dort dann auch... Also, gerade gejoint. Ach, super. Genau. Und sobald ich die angenommen habe, dann kann ich die dann antworten. Ich musste das halt ein bisschen erhöhen, die Sicherheitsmaßnahmen, weil da, ja, sehr, sehr viele unerwünschte Sachen passiert sind, die ein bisschen nervig waren. Warte mal, ich muss mal hier die Lines zerstören, weil die gerade... Oder warte mal, dann muss ich nicht zerstören. Dann machen wir einfach ein bisschen was Dunkles rein. Was Dunkles. Ich kann nicht mal denken, du. Könnte ich das jemals? Es ist eine Unruhe heute hier im Haus. Überall ist Krach. Bisschen mehr. Boah. Ruhe hier!
Warte mal, ich kann es immer abspielen. Vielleicht hören es die ja im Hausflur. Ich weiß nicht, was sie da gerade machen. Computerlimmel! Ruhe hier! Knacksa! Moin! Hallo! Du klingst heute frisch. Fühlst du dich frisch? Eva, ich fühle mich viel besser. Also es ist wirklich kein Vergleich. Seitdem ich am Montag bei meinem Lieblings- und Lieblingschiropraktor des Vertrauens war, in Behandlung war, der hat den Atlas gerichtet. Ah nee, es war letzte Woche. Und diese Woche, Mittwoch, war ich nochmal zur Korrektur. Danach fühle ich mich immer so ein bisschen Kopfschmerzen und instabil. Die Tiefenmuskulatur ist noch mega verspannt, aber ich atme nicht mehr wie so eine 80-90-Jährige. So. Also ich weiß noch, der Stream vor, wann war das? Vor 2 Wochen? Oh, als ich immer diese Atemprobleme hatte, das ist wirklich schon viel besser. Ich habe jetzt nur noch so einen Druck im Rachenbereich. Oh, das ist schon viel, viel, viel besser. Also ich bin mal wieder absolut begeistert und ich weiß schon, warum ich den so sehr, sehr schätze. Der weiß wenigstens, was er tut. Oder warte mal. Jetzt nehme ich mal einen nicht so roughen. Oh, guck mal. Oh, ich finde diese Pinsel cool, die so diesen Look da haben. Aber ich glaube, der ist so rough. Da sieht man gerade Sui beißt mir gerade in den... Sui möchte geknuddelt werden. Unruhe, sagt sie. Dabei will sie doch von einem Rumpups ablenken. Nein, nein, nein! Nico, hast du gestern die Präsentation gesehen von PlayStation? Ich habe festgestellt, ich brauche dringend bis August, Ende August, 25. August, brauche ich eine PlayStation 5. Da kommt Kena und Kena sieht so gut aus. Sieht einfach so gut aus. Hat das jemand von euch gesehen? Hallöchen, Minne. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Heute ohne Intro? Wie ohne Intro? Doch. Das kam vor einer Stunde. Ich streame ja schon seit einer Stunde. Und da kam Intro. Oh nein. Nein, nein, nein. Sui. Sui will Bumsi Bumsi machen. Das darf sie nicht. Sui hat jetzt schon 15 Eier gelegt. Und so langsam, die hört nicht auf, Eier zu legen. Und ich will heute Nachmittag Papageienbrot und Papageienplätzchen backen. Damit sie auch ein bisschen Abwechslung haben. Und das ist gerade momentan so ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht. Wenn da irgendjemand Papageien-Erfahrener oder Erfahrenes vielleicht im Chat sich gerade befindet, bitte melde dich. Ich habe Probleme. Nee, weil die hört halt nicht auf, Eier zu legen. Und das kann so einen kleinen Vogel echt auf Dauer echt krass auszehren. Und da habe ich so ein bisschen Bammel. Also, ich habe schon die Kisten sind alle weg. Die haben immer in so einer Kiste geschlafen. Alles, was ein Dach hat, weil die sind ja Höhlenbrüter. Und die suchen sich dann auch so höhlenartige Gegenstände und alle möglichen Dinge, wo sie dann eventuell ihre Eier reinlegen kann. Und die hört halt nicht auf. Und da mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Und das sind ja meine ersten Papageien und hoffentlich geht das gut aus. Ich habe schon ein bisschen im Internet gelesen, aber es ist immer so gut, wenn man jemanden hat, irgendwie, der vielleicht da schon ein bisschen Erfahrung mit hat und da helfen könnte.
Und wenn du mal bei Zayak anrufst, so, ja stimmt, aber ob die jetzt aufhaben zu Corona-Zeiten, muss ich mal gucken. Ist einfach ein guter Eierlegepapagei. Ja, ich möchte nur nicht, dass das sie so sehr auszehrt. Freies Wochenende. So langsam wird die Bude zu klein, viel zu viele Vögel in der Bude. Viermal in den Game verliebt gestern. Ja, Kena, ist so cool, ne? Das sieht so, so toll aus. Oddworld, freue ich mich drauf. Ist auch gestreamt, Kena. Ich freue mich auch. Ich bin traurig, weil es jetzt erst so spät kommt. Ach, Vorfreude ist doch die schönste Freude. Kena wird es auch für den PC geben. Habe ich auch richtig Bock drauf. Oh, das sieht so toll aus, ne? Das ist auch genau mein Ding. Diese Animation, dieses Character-Design, dieses ganze Setting, die ganze Welt, in der das spielt. Und oh, das ist einfach so ein bisschen mystisch angehaucht und so auf so dieses Krieger-Dasein. Ach, da freue ich mich auch so, so sehr. Ich plane nichts. Kann man die Eier essen? Samba-Schnitzel. Hallöchen, Johnny Benny. Und Dankeschön für deinen Support. Ich glaube schon, dass man die essen kann, aber ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun. Nee. Bäh. Nee. Bäh. Bäh. Ekelhaft. Würdest du ein Papageien-Ei-Omelette essen wollen, dann schicke ich dir die gerne zu. Ich habe noch ein paar Eier. Ich muss mal gucken, wie ich die verschicke, ohne dass sie kaputt gehen. Oh Mann, ey. Vielleicht kann ich das ja auch lukrativ nutzen, als Zweitgeschäft. Frische Papageien-Eier. Oh Gott. Hallöchen, Silver Knight. Moin, moin. Schön, dich zu sehen. Izzy, gell? Izzy war's. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Ich bin, was Namen merken angeht, immer so eine Ultraniete. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Holy Party. Shit. Oh. Das ganze Jahr ist Juli. Herrlich. Schon der fünfte Monat Juli. Punkt Sommer, Sonne, Sonnenschein. Eva! Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen fünfmonatigen Resub. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön für deinen Support. Und mir eine Dankeschön für deinen Host. Oh, Dankeschön, Izzy. Vielleicht können wir auch bald mal wieder spielen zusammen. Können wir dich auch wieder hören. Die Izzy ist nämlich eine richtig gute Widowmaker. Meine Güte. Holy moly. Ich finde nämlich, gute Widowmakers sind echt selten. Also, die hat man, wenn man mit Randoms spielt, meistens nicht in seinem eigenen Team. Aber naja. What maker is here? What? Venom! Das gibt's doch gar nicht. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nein! Oh. Tröd. Tröd. Venom, danke schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen zweimonatigen Resub. Da freue ich mich. Dankeschön. Und wenn es jetzt weiterhin so verläuft, so gut, dann können wir hier auch bald mein neues Format einweihen, wo ihr, liebe Zuschauerschaft, ein bisschen mehr gefragt sein werdet und ihr die Möglichkeit erhaltet, auch ein bisschen, was von euch zu zeigen, beziehungsweise euch mit mehr einzubinden hier. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und eigentlich war ja geplant, dass ich das Anfang Januar schon einführe, aber dann kam ja was dazwischen. Boah, Abu steckt 5 Zahlungsmitteleinheiten ins virtuelle Sparschwein, so ich muss jetzt noch ein paar Dinge vorbereiten.
Ich würde mich wirklich drüber freuen, wenn das klappen würde. Schönen Stream noch. Liebe oh. Umzug. Kleiner als 3. Abo, das wäre doch nicht nötig gewesen, Mensch. Dankeschön. Das kommt alles mit in die PC-Kasse. Ich spare jetzt gerade für einen neuen PC. Oh du Gott, da muss ich ja den Goal noch einrichten. Ach, das mache ich dann demnächst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese liebe Spende. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen restlichen Tag. Und genau, wir bleiben in Kontakt. Und dann lass uns das wirklich mal spielen. Das klingt auf jeden Fall cool. Und hab ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Und Dankeschön für alles. Sehr, sehr lieb. Martin ist Mercy Main. Wie lange hast du denn schon nicht mehr gespielt? What? Ihr seid doch verrückt. Abu steckt 5 Zahlungsmitteleinheiten ins virtuelle Sparschwein, gönn dir. Moment. Hast du jetzt... Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Hast du jetzt wirklich 2x5 Slotty gespendet? Boah. Das ist so viel. Dankeschön. Das glaube ich nicht, Tim. Vielen, vielen lieben Dank. Ich dachte jetzt gerade, hä, kommt jetzt der Alert nochmal? Ist wohl Maus gerutscht, genau. Dankeschön, Abu. Oh, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, Liebe geht raus. Moment, Moment. Für den Knopf. Da ist er. Ach, dankeschön. Das ist so, so, so lieb. Ah. Ist nicht grau genug. Es muss grau sein. Grau. Ja. Ja, gerne mal wieder ein paar Runden Oberwelt. Aber sag doch sowas nicht mit Widow. Da werde ich ganz rot. Ist so. Ist so. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall, ja. Ich bin froh, dass man zu 6 spielen kann bei Overwatch. Bei Splatoon konnte man ja nur mit 4 Leuten spielen und das war manchmal echt schwierig, wenn du da so einige nette Leute kanntest und wolltest mit allen mal spielen und dann ging das nicht, weil ja, das begrenzt war. Das finde ich immer blöd. Bei 6, ne 6 ist eine gute Zahl. Ne, meistens, wir sind ja immer so ein Schlag auch. Wir werden meistens immer voll. Vielleicht ist noch ein Platz frei, aber wenn wir dann immer komplett für uns sind, ach, das ist immer schön. Und dann weiß man auch, dass man sich so ein bisschen... Es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dann mit komplett random Leuten spielst. Was meistens immer sehr, naja, anstrengend ist. Und so weiß man, dass man sich auch verlassen kann. Nein! Stopp nicht! Nasenpfand steckt 15 Zahlungsmitteleinheiten ins virtuelle Sparschwein, kleiner als 3. Und weil du toll bist und ich dich mag und. Kleiner als 3, ganz viel kleiner als 3. Nico, das ist viel zu viel. Dankeschön. Oh mein Gott. Das geht doch nicht. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Nico. Der ist für dich. Das ist so, so lieb. Ich muss mir das mal alles aufschreiben, damit, ja. Oh, nein, es geht immer viel zu schnell. Also das mit dem Heulen. Es geht doch nicht. Dankeschön, Nico. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Das sehr zu schätzen. Na, oh, komme ich gleich zurück. Ihr seid doch alle verrückt. Alle crazy. Just crazy right now. Stille Post, da bin ich echt mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt, wie das sein wird. Ach ja, so, jetzt machen wir mal hier so ein bisschen
Die Strähnchen. Soll ich nochmal denselben Pinsel nehmen oder so? Mal was? Es geht ja schon wieder eigentlich ums Prinzip und ich fange jetzt schon wieder, glaube ich, an, ein bisschen zu sehr ins Detail zu gehen. Und da wollen wir eigentlich mal so ein bisschen weg, ne? Ach, liebe Lein, ich denke halt, dass du durch die Wochen echt ein riesiges Loch in der Küche hast. Ja, aber mach dir keine Gedanken, Nico. Alles gut. Ich habe ja jetzt auch im Februar einige Aufträge aufholen können und im Dezember sah wirklich gut aus. Also da seid ihr ja wirklich extrem eskaliert. Also ja, Januar, Februar war schon ein bisschen lochartig, aber jetzt nicht so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Am Anfang hat mich das noch total gestresst. Ach du grüne Neune, ach du grüne Neune, Hilfe. Ja, wenn du selbstständig bist und bist das erste Mal so richtig länger krank, boah, dann kriegt man schon ganz schön Muffensausen. Das ist schon was ganz anderes, wie wenn du angestellt bist. Da wirst du krankgeschrieben, bekommst dann über eine gewisse Zeit zumindest noch trotzdem weiterhin Lohn. Ne? Aber wenn du selbstständig bist, dann merkst du erstmal, oh. Jetzt aber mal so langsam gesund werden. Ne? Aber viele machen das ja auch so, habe ich auch gemacht, dass man so ein ganz paar Rücklagen anlegt. Also ich bin sowieso nicht so der Typ, der jedes Jahr in Urlaub fährt, weil ich das auch gar nicht kann mit Papageien. Und ich glaube, ich war 2014, 2015 das letzte Mal im Urlaub für 1-2 Tage auf Amrum. Und da spart man, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Und so großartig, ja, finanziell irgendwie auf den Putz hauen tue ich auch nicht. Ich glaube, ich bin ein relativ sparsamer Mensch auch, weil ich genau auch vor sowas nicht Angst habe, aber schon mich da abgesichert fühlen möchte. Wenn mal so ein Ernstfall ist, wie dass man dann 1-2 Monate krank wird, weiß man ja nicht, ne? Hallöchen, Lavendelring. Schön, dich wiederzusehen. Moin, moin. Und Sarah ist auch da. Hallöchen. Na, hast du dich erholt von dieser absolut krassen Direct? Mir geht das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich gucke mal jeden Tag auf Twitter, ob irgendwas Neues kommt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir die nächsten News bekommen. Aber boah, ich werde das wieder so aufsaugen. Ne? Wenn es ist so eine schöne Zeit. Hallöchen, Chris. Moin. Es ist so eine schöne Zeit, diese Vorfreude, wenn dann immer so neue Berichte und neue Trailer kommen von neuen Maps und neuen Waffen vielleicht oder dies und das und jenes. Oh, das ist so geil. Da freue ich mich schon so sehr drauf. Das ist wirklich, ja, mit das Schönste. Und es ist wirklich wahr, diese Vorfreude ist auch, wenn man dann immer sagt, ja, es ist noch so lange hin, aber ich finde, es ist echt, das ist so intensiv, diese Vorfreude, finde ich. Ich kann das richtig genießen. Habe ich mit Bravely Default ja auch. Was ja heute rauskommt. Ich hoffe, dass der Saturnmarkt sich noch meldet, dass ich das abholen kann. Ich spiele doch heute spielen. Ich bin schon so sehr auf dieses Spiel gefreut. Aber Sarah, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Na super. Jetzt ist es wieder soweit. Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Mensch mit Niveau nennen mich Butler. Ja, Sarah, mir geht's schon viel, viel besser. Viel, viel besser. Seitdem ich in vernünftiger Behandlung bin, geht das wirklich jetzt langsam, aber stetig aufwärts. Da bin ich unglaublich heilfroh drüber. Meine Güte, da hat der Orthopäde, der hat ganz schön was angerichtet und der Hautarzt, ja genau, Hausarzt. Ich hoffe nur, dass endlich meine Sniper wieder gut wird. Ja, oder dass sie jetzt Server auch nutzen, ne? Nicht dieses Peer-to-Peer. Also ehrlich, wenn die wirklich 2022 ein Peer-to-Peer-Spiel rausbringen, dann habe ich echt alle Hoffnungen Nintendo verloren.
Dankeschön. Du klingst heute wieder wirklich frisch. Ja, Eva, auf jeden Fall. Auf jeden Fall viel, viel besser. Nicht wie letzte Woche oder davor die Woche, als ich hier so rumgejapst habe, ne? Da fiel mir das Atmen noch sehr, sehr schwer. Das ist viel, viel besser geworden. Dankeschön, Eva. Ich hoffe, du fühlst dich auch frisch. Ich mache heute ein paar Farbstudien. Und ich teste ein paar neue Pinsel. Ach, das nehme ich alles nur als Vorwand. In Wirklichkeit möchte ich eigentlich nur mit euch hier quatschen. und das nicht unter Just Chattings laufen lassen, sondern unter Art. Nö, aber du arbeitest dran. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt doch schon mal gut. Habt ihr denn was Schönes geplant am Wochenende oder vor? Also, ich werde morgen eine dicke, große, fette Pizza bestellen. Mir Soul angucken von Pixar. Und Sonntag mache ich Waffeln. Heute mache ich Papageienbrot und Papageienplätzchen. Und hoffe, dass Bravely abholbar ist. Ja, das ist so mein Schlachtplan. Da freue ich mich schon sehr drauf. Julia schafft es einfach, uns mit ihrer Laune anzustecken und es im Wohnzimmer zu bringen. Zocken, Pommes machen. Geil. Das klingt doch auch geil. Was zockst du denn gerade, Samba-Schnitzel? Blondie and the Dogs, danke schön für deinen Follow. Und herzlich willkommen in dieser wunderbaren, einzigartigen, fröhlichen... Let's get happy. Gummihuniti. Bei Soul musstest du weinen. Ja, der soll richtig schön sein, ne? Und solange wie noch Disney Plus aktiv ist, wollte ich mir den unbedingt noch anschauen. Und Kino ging ja nicht so wirklich richtig. Ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal im Kino? Das ist schon unglaublich lange her. Unglaublich lange her. Ich habe richtig Lust, mal wieder so einen richtig schönen Film zu sehen. Pixar ist sowieso, da bleibt kein Auge trocken bei Pixar, finde ich. Aber das finde ich gerade so schön, dass die so rührend sind. Angenehm überrascht. Da bin ich mal gespannt. Wir machen das Outro hoffentlich fertig und zocken, geil. Und Brot backen, oh, das klingt gut. Ich habe mir letztens wieder einen 200 Jahre, geil, mit Robbie Williams, ja. AI finde ich auch schön. Mit diesem Jungen, der ja auch ein Cyborg ist. Also eine künstliche Intelligenz. Der hat, glaube ich, auch krasse Überlänge, aber der bei dem Film musste ich auch, der hat mich so gepackt. Ich fand den so unglaublich berührend. Am Ende, wo... Na, ich will nicht spoilern, falls den jemand von euch noch nicht gesehen hat. AI heißt der. Also AI, glaube ich. Oh, der ist auch richtig, richtig krass. Und neulich, ich gucke ja kein Fernsehen mehr, aber das ist schon zwei Wochen vielleicht her. Es war Sonntagabend und man wollte noch nicht so richtig ins Bett gehen. Es war um 11 und man zappt dann so durch das Fernsehprogramm. Und da kam da Independence Day. Und zum Glück war es gerade der Anfang. Erstmal komplett Independence Day nochmal geguckt. Das war so cool. Das war so schön. Ja, Kino, was ist das? Kann man das essen? Und Hallöchen, Blondie. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. TFT Ranked, GTA Online. Wow, Hero Siege und Final Fantasy 8. Da hast du ja einiges vor. Oh, ich fand es ein bisschen traurig, dass gestern bei der... Präsentation. Ah, oh, Jelena! Danke an Ed Gottmin für mein Geschenk-Abo. Oh, Gottmin, danke schön. Ja, viel Spaß mit dem Abo weiterhin, Jelena. Und Hallöchen, auch dir einen schönen Freitag. Schön, dass du da bist. Oh, Blondie, danke schön. Moin. Vielen lieben Dank. Hallöchen, Jan, moin. Wie geht denn das? Ich fand es ein bisschen schade, dass bei der Präsentation nichts von Horizon Zero Dawn, den Nachfolger, zu sehen gab. Und von Final Fantasy 16. Oh, da würde ich so gern noch mehr sehen. Na, Jan, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Da blickt mein Fenster im Hintergrund sehr gerne. Guck mal. Ach, ist das schön. Oh, Jelena, deine Katze. Wow, 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 wow. Ich habe die heute Morgen bei Instagram gesehen. Krass.
Eigentlich müsste ich bei dir hier gleich einstellen, dass automatisch dein Instagram-Account kommt. Das ist wirklich Wahnsinn, was die Elena macht und kann. Sarah! Dies Geste, oh. Erleichtertes Gesicht. Ach du Liebe, vielen lieben herzlichen Dank für deinen 7-monatigen Resub. Ich freue mich sehr darüber. Dankeschön, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit den Papageien-Emotes und die anderen verrückten Dinger, die da drin sind. Hey Gott, ach so schön, dass du jetzt dein Thinking Lemming posten kannst. Die großen Titel Final Fantasy 16 Horizon und War wird sicher zur E3. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass die das für die E3 aufsparen werden. Was wollen die denn dann noch sonst noch zeigen, ne? Das sind die großen Zugpferde, denke ich mal. Also ich schätze mal, dass Horizon Zero Dawn vielleicht so Dezember, November rauskommen wird. Also ich glaube, die sollen sich ruhig mal ein bisschen Zeit noch dafür nehmen. Gut Ding will Weile haben, ne? Man sieht das ja bei CD Projekt Red, was sonst passiert. Und auch Cyberpunk werde ich mir dann erst holen und spielen, wenn die ganzen Kinderkrankheiten weggepatcht sind. Die Dame hat hier gar nicht so viel Glanz drin. Das mache ich mal. Au! Vögel. Och Mann, schade, dass ihr die beiden nicht sehen könnt. Nächste Woche wieder. Ich werde alles daran setzen, dass ihr die beiden nächste Woche wieder sehen könnt. Ich habe das ein bisschen zu rough gemacht, aber mich stört das gerade gar nicht so richtig. Ich glaube, das lasse ich mal. Bin mal gespannt, ob das mit dem Papageienbrot nachher klappt. Ob die das überhaupt mögen. Mir tut das immer so in der Seele weh, wenn ich was Leckeres esse, einen Keks oder so, und die beiden können dann nicht mitessen. Weil es ist ja nicht für Papageien gedacht, ne? Es ist viel zu viel Fett drin, viel zu viel Salz, auch in den Lebensmitteln, die wir so verköstigen. Und da wird jetzt richtig schönes Papageienbrot und schöne Plätzchen gemacht mit Vollkornmehl. Ich habe Cyberpunk auch nur angezockt und warte, ja, bis es fertig ist, ne? Ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Sonst ärgert man sich einfach viel zu viel. Und vielleicht sind dann auch die neuen DLCs raus. Und da kann man das sich vielleicht wie bei Witcher, gab es ja dann auch später Editionen, wo die zwei DLCs mit drin waren. Auf sowas spekuliere ich auch ein bisschen. Hallöchen, Apfelschnitte. Die Max aus. Ja, Life is Strange. Oh. Stimmt. Ja, du hast recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So unbewusst vielleicht, weil Life is Strange mag ich auch unheimlich gerne. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es vielleicht nochmal so ein Spiel mit Chloe und Max geben würde, könnte. Also ich fand ja den ist das jetzt, nee, das war der Spin-Off, ne, glaube ich. Das ist so, oder war das ein Prequel? Nee, das Prequel war ja auch mit Chloe und Max. Aber es gab dann ja noch so einen Teil mit diesen Brüdern, die im Wald unterwegs waren, wo das auch ein ganz tragischer Anfang war und der kleine Junge da irgendwie so Superkräfte entwickelt hat, beziehungsweise gemerkt hat, dass er so Superkräfte hat. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Friede und ein langes Leben, Heika! Guten Morgen! Schön, dass du da bist. Wer seine Tiere liebt, der stellt sich auch gerne für diese. Ja, auf jeden Fall. Ich dürre das Fleisch für meine Hunde auch regelmäßig selbst. Ach, wie schön. Was hast du denn für Hunde? Ich würde ja so gerne mir einen kleinen Münsterländer zulegen, aber da brauche ich erstmal eine geeignete Behausung, weil die brauchen auch viel, viel Auslauf. Und hier in der Stadt, das ist Tierquälerei. Mit denen kann man ja gar nicht richtig in den Wald. Das ist viel zu weit weg und das sind ja Jagdtiere. Aber die sind so schön und so toll und. Na, mal gucken. Oh, Scheiße, Vogel muss kacken. Ah, komm her. Puppi. Fein gemacht, Benjo. Und wie ich euch kenne, werdet ihr dann in der Küche mit dabei sein. Ja. Könnt ihr Zutaten abschnurren? Benjo.
nächste Woche wieder mit Vögeln. ja. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Oh Mann. Oh Mann. Nicht, dass die Twitch-Polizei noch kommt. Dann gibt's wieder Ärger. Garaffdier, Mahlzeit. Oh, oh mein Gott, ich hab's ja fast vergessen. Wir haben ja schon Mittag. Das bedeutet, für euch, alle, die Bock drauf haben, gibt es eine Gulaschsuppe. Natürlich aufs Haus. Serviert von unserem lieben Butler. Meine Damen und Herren. Die Gulaschsuppe ist angerichtet. Ja, Eva. Ach, Vögel sind was ganz, ganz Wundervolles. Ganz, ganz Wundervolles. Ich würd mir auch immer wieder Papageien zulegen und mal sehen. Wenn es irgendwann mal mit einer größeren Wohnung besser beschaffen ist, dann werde ich vielleicht noch ein Pärchen mir zulegen. Und Hallöchen, Streunerchan. Dankeschön für deinen Support. Lust auf Piep. Mein Hund kann nur Leckerlis oder Knabberzeug haben, das großteilig aus Fleisch ist, ohne Getreide, sonst gibt es Durchfall. Ja, okay. Oder ich glaube auch von Getreide muss man bestimmt auch öfter. Ne? Und gerade Hunde sind da sehr, vor allem wenn es große Hunde sind und die gerade ordentlich auch Eiweiß gefressen haben. Kohlenhydrate sind ja sowieso, glaube ich, nicht ganz so gut für Tiere. Ab und an mal so eine kleine Nudel oder Kartoffel ist schon in Ordnung, aber man sollte jetzt nicht Tieren das geben, was wir essen. Allein schon wegen dem Salzgehalt ist das sehr, sehr gefährlich. Ein Vogel habe ich schon. Ja, dann, ja. Den haben wir doch alle. Nice. Und das ist auch gut so. Das männliche Gesicht schaut mir bekannt vor. Ja, Garaffdier, richtig. Ich bin so froh, dass du das erkannt hast. Es ist Jean Connery, ganz genau. Blondie and the Dogs. Dankeschön. Vielen lieben herzlichen Dank für dein Abo. Und ich wünsche auch dir ganz viel Spaß mit den Emotes. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für deinen Support. Danke. Von meinem Vater, die Hunde können das gut. Oh ja. Vor allem die man nicht hört. Das sind die schlimmsten, ne? Mein Hund lässt immer die leisen Dinger los. Gestern war so eine Überraschung. Ja, genau. Vor allem, wenn man nichts ahnt, ne? Man sitzt da so, unterhält sich und genießt den Abend und dann. Sterben dir die ganzen Sinneszellen in der Nase ab. Ja, das ist schon herbe. Ich hoffe noch, dass ich noch zu Jean Connery komme. Eigentlich habe ich ja noch, warte, ich kann euch das mal zeigen. Also genau, wir haben Jean Connery und dann wollte ich noch die Dame hier und die zwei, aber die können wir noch nächste Woche. Die können wir noch nächste Woche. Weil Freitag ist ja immer mein Anna-und-Tommy-Tag. Da kümmern wir uns ja um so Geschichten, die das Skill-Training betreffen. Hallöchen, Daden. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Wenn die Nasenhaare aus dem Gesicht flüchten wollen, war irgendwo ein Tier in der Nähe sehr entspannt. Riklises, Dankeschön für deinen Follow und auch dir einen schönen Freitag. Julie, wie sieht es denn mit deinen Aufträgen aus? Und schon dich noch etwas Streunerchan. Ich Lavendel unterstrich Regen klopft 20 Bits raus. Mel, Dankeschön für deine 20 Bits. Daden! Aufträge nehme ich momentan keine mehr an, weil ich konnte ja im Januar nichts machen. Im Februar habe ich dann alles das erledigt, was noch offen war.
März ist ausgebucht, April, Mai und ab dem Sommer diesen Jahres kann ich keine Aufträge mehr bearbeiten, weil ich mich dann an mein Kinderbuch setzen möchte. Und dann irgendwann, wenn das erstmal erledigt ist, dann nehme ich wieder Aufträge an. Ein kleiner Yorkie. Oh. Ich glaube, so ein Yorkie fand ich als Kind auch cool. Aber diese kleinen Jack Russell Terrier, die fand ich total niedlich. Lavendel-Regen klopft 20 Bits aus. Oh, Blondie and the Dogs. Ja, das war ein deutscher Satz. Ich habe alles verstanden. Ach, es tut mir leid. Aber ich muss dann erstmal, ich muss dann wirklich, mein Kinderbuch wartet einfach schon so lange. Und sobald das erledigt ist und auch mein, ich wollte ja noch so ein Kalenderprojekt machen mit den Arbeitstieren. Das ist mir wirklich ein Herzenswunsch, dass ich das fertig bekomme. Veggie2K14, Dankeschön für dein Follow und auch dir einen schönen Freitag. Hallöchen, Chicas. Dass wir das Kinderbuch auch im Stream machen. Kommt drauf an. Ich will ja erstmal das Manuskript machen. Und dann werde ich das an ein paar Verlage schicken. Und wenn die alle sagen, nö, das ist blöd, das gefällt uns nicht, das ist passt nicht in unser Programm oder so, dann habe ich ja eh alle Rechte daran, also das auch vorher schon zu zeigen. Aber ich werde mal gucken. Ich bin ja mehr so der Arbeitstyp, der besser arbeiten kann, wenn er das offline macht. Also so Studien oder mit euch aktiv sein, das ist was ganz anderes. Es kommt immer drauf an, in welcher Phase ich bin. Also bin ich in einer Konzeptphase, dann brauche ich wirklich die komplette Aufmerksamkeit und die Konzentration und den Fokus nur auf diese Sache. Und wenn ich streame, dann möchte ich ja auch mit euch ein bisschen reden und auf das eingehen. Also ich gebe mir jedenfalls Mühe. Ne, man wird ja dann sonst auch immer rausgerissen und das ist halt echt schwer, da fokussiert zu arbeiten. Da komme ich dann, glaube ich, gar nicht richtig vorwärts. Klingt nach einem tollen Projekt. Oh, das ist es, Blondie. Das ist es. Ich habe diese Idee schon so lange, kurz nach meinem Studium, schon so 2013, 2014 und ich habe es einfach noch nicht zeitlich geschafft, das endlich mal anzugehen und das möchte ich unheimlich gerne fertigstellen, weil man wird ja auch nicht jünger, ne? Und ein Kinderbuch steht auf meiner Liste, was ich in meinem Leben unbedingt erreichen möchte, ganz, 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 ganz weit oben. Noch ganz, ganz weit vorher, vor anderen Dingen. Es kommt sogar noch vorm Hund. Naja, vielleicht sind die auf einer Ebene. Nee, aber das möchte ich auf jeden Fall baldigst erreicht haben. Ich möchte es zumindest probiert haben. Weißt du, ich bin ja auch nicht traurig, wenn das jetzt gar nicht klappt. Also wenn wirklich ich keinen finden sollte und ich weiß auch nicht, inwiefern das gut funktioniert, wenn man das selber in die Hand nimmt mit dem Druck und mit dem Verkauf. Da muss ich mal schauen. Und momentan ist es ja sowieso schwierig, auch Messen zu besuchen. Das wäre ja auch zum Beispiel eine gute Möglichkeit, auch für euch vielleicht, wenn ihr interessiert seid, ein Buch rauszubringen, ihr schreibt vielleicht oder zeichnet, bei so einer Messe das erstmal vorzustellen bei einem Verlag. Und das ist halt momentan durch die Piepsache sehr erschwert. Und ja, da muss ich dann auch erstmal ein bisschen vorarbeiten. Ich hatte mal einen Jack Russell Jogger Mischling, weil mein Opa, der Jackie, mein Läufer in Jörgschein gerufen. Oh, da waren die alle trächtig. Dankeschön, Veggie. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Zeichnest du denn selbst auch? Oder interessierst du dich nur generell für Zeichendinge? Genau, ständig wirst du aus der Unterhaltung rausgerissen durch das Malen. Ich sag's dir, Nasenpfand. Dass ich so schleime, aber ich bin echt verliebt in deine Kunstwerke auf Insta. Ich will das auch können, aber mein iPad und ich, wir werden einfach keine Freunde. Alles Übungssache, alles Übungssache. Du bist herzlich eingeladen, hier auch gerne mitzumachen. Also ich kann dir mal ein bisschen zeigen, was wir hier auch schon so im Rahmen des Anna und Tommy Streams, der ist ja quasi da. Also es soll für euch eine Möglichkeit bieten, dass wir gemeinsam uns verbessern. Ihr könnt Fragen stellen. Wir können uns quasi mit dieser gemeinsamen Zeit zusammen verbessern und sind interaktiv füreinander da. Das ist so ein bisschen das, was ich hier so am liebsten mache. Und das mache ich vornehmlich immer freitags.
Ich kann dir schon mal ein bisschen was zeigen, was wir hier... Oh. Dann haben wir auch nach Fotos gezeichnet oder hier Muskelstudien. Ein Hund von jemandem. Kolorieren könnte ich das, die Jelena, am allerbesten. Genau. Und bald kommt hier ein ganz, ganz neues Format. Da könnt ihr euch auch interaktiv beteiligen. Und da geht es nicht mal drum, oder geht es überhaupt nicht darum, dass ihr ihr perfekte Zeichnung abliefert oder das... Oh, ist das heute laut. sondern es geht mehr darum, gemeinsam zu wachsen und sich gegenseitig zu bestärken, sich weiterhin verbessern zu wollen. Und konstruktive Kritik, die bekomme ich ja auch von euch. Also mir entgehen manchmal, was heißt manchmal, auch sehr, sehr oft Details oder mir werden Sachen vorgeschlagen, wie man das noch machen könnte und. Und das ist unglaublich bereichernd, da gemeinsam sich auszutauschen. Und das soll hier immer im Mittelpunkt stehen. Egal, was ich gerade mache, auch wenn ich gerade Blödelzeichnungen mache oder irgendwelche Mashups oder Aufträge, die streame ich ja hier auch sehr, sehr viel, wenn ich Emote-Aufträge habe oder Panels zeichne oder Profilbilder. Und bald kommt ja noch das neue Format, wo ihr euch wieder aktiv mit beteiligen könnt. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und da geht es auch nicht darum, perfekte Sachen abzulegen. Perfektion gibt es gar nicht. Das Wort kannst du wirklich in den Mülleimer schmeißen, da gehört das hin. Man wird das nicht erreichen, man wird aber besser werden. Und im Vordergrund soll bei mir immer der Spaß stehen. Die Freude daran und gemeinsam sich hier kreativ auszutoben. Sich die Beine... Was? Was hab ich das jetzt echt gesagt? Oh, ja, die Scherzkekse, das werden wir auch wieder machen bald. Absoluter Pro, auf jeden Fall. Und Hallöchen, JD. Moin, moin. Und das, ja genau. Man kann ja auch nebenbei mit Bleistift auf Papier, aber das spielt keine Rolle, mit was man anfängt. Aber am Anfang muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man auch erstmal mit ganz einfachen Dingen anfängt. Wie hier zum Beispiel, dass du dann erstmal so Kreise zeichnen übst. Oder Boxen, um auch das dreidimensionale Verständnis zu schulen. Das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann steigert man sich. Ne? Man fängt an mit den Urschleim-Sachen, ne? Wie Perspektiven, mit sehr, 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 sehr vielen Studien. Das ist eine Banane mit einem Auge. Die Zyklopenbanane. Die passt immer auf. Am Anfang erschlägt einen das, glaube ich, erstmal, weil man denkt, oh mein Gott, es ist beim Zeichnen und beim Malen musste man so viele Dinge beachten. Also Licht und Schatten, Dreidimensionalitäten, Verständnis von Anatomie, wie Knochen, Muskeln sich verhalten bei Bewegungen. Und das bedarf schon ein bisschen Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen oder in einer Woche schaffen. Das dauert wirklich ein bisschen. Und wenn man die Geduld und die Lust mitbringt, kann man auf alle Fälle ganz schnell Fortschritte erzielen. Die schlimmsten Hundepupse sind die, wenn die Pansen gefunden... Oh ja. Oh ja. Der Pansen riecht ja an sich schon ganz schlimm. Einen grünen Dunst um... Oh. Ob du meine Sachen öffnen machst, dass ich keiner sehen. Das Geld zusammenzukriegen. So. Jetzt habe ich wieder alles aufgeholt, hoffentlich. Okay. Der sich gemeinsam die Beine wachsen lassen. Oh. Wer ist dieser Herr Spaß? Malen lernen wie Juli, genau. Vor allen Dingen Spaß haben. Malen und Spaß haben mit Juli. Das könnten wir hier, so könnten wir den Stream-Inhalt grob umschreiben, ja. Hallöchen, Lia. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Wenn ich nochmal anfange zu zeichnen, darf ich wahrscheinlich von vorne anfangen. Ja, das ist wie mit dem Klavierspielen oder wenn ihr generell irgendwas lernt, ne? Wenn man, je länger man das nicht tut, desto mehr muss man dann auch wieder auffrischen und aufholen. Es ist wie ein Muskel, der dann mit der Zeit erschlafft.
Es ist ja so eine Wohltat, sich nach Arbeit endlich seinen Stamm Haargummi aus... Oh, das glaube ich dir, Lavendelring. Dann löst sich erstmal ganz viel Verspannung, ne? Das kenne ich, das Gefühl. Ach, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Feierabend, Lavendelregen. Lass es dir gut gehen. Durch das Spiel The Longing lerne ich auch neu die zeichnerischen technischen Fähigkeiten. Horizontal oder Felsen, Stalagniten und so weiter, Höhlen und wahnsinnig Schwerten, aber toll. Oder Säulen, ja. Säulenzeichnen ist auch cool. Mein Hund konnte das auch sehr gut, denn ich damals hatte ich immer auf den Sofa gegessen. Eine Chance einfahren lassen. Du hast irgendwas von gemeinsam wachsen. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Ach, wir haben hier schon so viel gemacht, ey. Auch Haustiere. Oh, Corgis sind auch so niedlich. Die haben so niedliche Ärsche. Alles klar, Jelena. Bis nachher. Wenn ich dann noch da bin. Ich mache ungefähr noch eine Stunde und 19 Minuten. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Eine halbe Stunde und 19 Minuten. Corgi. Ein Haarkater, glaube ich. Ja, das stimmt, aber ich habe immer das Problem, dass ich ja so Phasen habe und dann verschiedene Dinge mache und probiere. Ich kann irgendwie nicht jeden Tag nur malen. Na, das muss man auch nicht. Das muss man auch nicht. Man sollte schon ein bisschen Regelmäßigkeit drin haben. Auf jeden Fall. So zwei, dreimal die Woche oder so. Man kann auch mal 3-4 Stunden am Stück und dann eine Woche gar nicht. Das ist alles kein Problem. Man sollte jetzt nur nicht irgendwie ganz viele Wochen dazwischen haben. Oh Gott, hier haben wir mal richtig krass experimentiert. Mit dem Stacheldraht-Outline. Und Studien wie diese Posen zeichnen zum Beispiel. Das ist auch, es gibt ja unzählige gute Seiten im Internet, wo man Referenzen bekommt. Und mit denen üben ist sowieso immer gut. Und Hände zeichnen, da ist das Gute sogar, da braucht man noch nicht mal Fotos. Jeder hat zwei Paar Hände. Ein paar Hände, nicht zwei Paar, das wäre ein bisschen viel. Und kann Hände zeichnen oder Füße. Kann ja auch seine eigenen Füße zeichnen. Hände ist der Endgegner, ich sag's dir, Nasenpfand, ja. Deswegen werden ja auch gerne bei den Comicfiguren, Cartoonfiguren nur 3 oder 4 Finger gezeichnet. Alles klar, Jelena. Komm gut ins Wochenende. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Line of Action kann... Ja, ganz genau. Line of Action ist auch sehr, sehr gut. Das stimmt. Ich denke, das ist normal, beziehungsweise weg dann wieder eine Weile keinen Bock. Ach, das ist ja normal. Das ist normal. Man darf sich nur nicht dazu zwingen. Wenn man jetzt keine Lust dazu hat, sollte man sich auch nicht dazu antreiben. Halbe 19 Minuten vielleicht. Ja, Keks mal. Genau genommen. Stimmt, ja. Ja. Also solche Studien anfertigen ist immer eine wunderbare, gute Sache, um vorwärts zu kommen. Ich sehe schon, wir haben echt viel gemacht. Oder Nasen gezeichnet. Aber die sind nicht so lang wie Nikos. Das sind kurze Nasen. Ne, was auch wie eine Nase einen Charakter formen kann oder dem noch mehr seiner inneren Charaktereigenschaften verstärken kann. Das ist enorm. So eine spitze Nase, wie so ein kleiner, hinterlistiger, fieser Möpp. Und runde Formen, die stehen auch eher für so knuddelige Liebetypen. Höre ich da Nasen? Nasen allgemein sind toll. Außer wenn man Schnupfen hat. Das ist nicht toll. Aber Nasen finde ich auch gut. Die kann man riechen. Riechen ist geil. Außer Hundefürze riechen, das ist nicht so geil. Ach man, wir haben echt schon sehr, sehr viel im Rahmen dieser Streams gemacht. Ohne Nase ist ein Gesicht so naslos. Naslos, nasenlos. Ich liebe Nasen auch. Aber ich wünsche dir alles Gute und dass du wieder gesund wirst. Nimm dir viel Zeit. Dankeschön, Streunerchen. Vielen lieben Dank. Weltensegler, dankeschön für dein Follow. Ach, und Charaktere zeichnen ist sowieso... Also, ich liebe es ja, Charaktere zu zeichnen.
sich damit auch auszutoben. Neue Charaktere zu erschaffen. Du übertreibst mal wieder so naslos. Genau. Wenn du dann noch zum Doc gehst und der bohrt mit dem Stäbchen. Oh, Keksmampfe. Ich bin bisher noch drum rumgekommen. Um diesen Test. Ich hoffe, das bleibt so. Ach, Mariah Carey. Auf der Arbeit hat mal jemand ein Lineal an meine Nase gehalten, weil er meinte, dass sie so gerade sei. Oh, magst du Otter? Ich mag auch gerne Otter. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Oh, jetzt ist der. Ich habe schon zugemacht. Nein! Ich habe schon zugemacht. Otter finde ich auch so niedlich. Ich würde gerne selber einen haben, aber das wäre, glaube ich, Tierquälerei für die armen Tiere. Fischotter sind so süß, ja. Ja. Ich freue mich dann immer zumindest, wenn ich bei YouTube ein paar süße, schöne Otter-Videos sehe. Ja, da gibt es ja so unzählige, wo ein Otter da auf dem Schoß liegt mit und sich da so eingemummelt hat und mit Mittagsschlaf macht. Oh Gott, das ist einfach so. Also das gehört jetzt gerade, was ich euch gerade zeige, alles in die Rubrik Anatomie. Also nicht, also Anna und Tommy, was wir hier freitags gemacht haben. Studien und allen möglichen Dinge ausprobieren und lernen. Das ist wie ein Klavierspieler oder wenn ihr Gitarre lernen spielt, dann üben diese Menschen ja auch durch immer wieder und immer wieder spielen. Na gut. Na gut, die Konstruktion. Ach ja, das hatten wir ja auch mal gemacht, ne, mit diesen Menschenköpfen. Ich möchte gerne in ein Haus im Nirgendwo, ein schöner Natur. Oh, ja, das fände ich auch schön. Irgendwo ganz abgelegen, auch mit einem See in der Nähe. Oh, wäre das toll, jeden Morgen oder jeden Nachmittag sich dann an den Teich zu legen oder an den See und die Otter beobachten. Oh, das wäre wirklich schön. Das fände ich auch großartig. Genau. Oh, stimmt. Na gut. Hier ist echt schon einiges entstanden, wie ich sehe. Machen wir hier mal ein bisschen weiter, ne? Ich glaube, hier ist ein bisschen zu viel Lila drin. Zu viel Lila. Würde meine Oma jetzt sagen. Mandalorian-Helm. Ja, stimmt, ja. Boba Fett. Etwa in Bielefeld. Ganz genau. Muss nächste Woche nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Von daher mal testen lassen, ob es eine Erkältung ist oder mehr dran ist. Oh, ich hoffe, dass es nicht mehr ist, Keksmampfa. Und Hamburg ist schön. Ich hoffe, dass die Sonne scheint. Traum wäre mitten im Wald ohne Nachbarn, aber mit super Internet. Ja, genau, Blondie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sag ich auch immer. Ich möchte im Wald wohnen und richtig gutes Internet haben und einfach nur Ruhe, keine Menschenseele, nur deine Haustiere. Oh. Das wäre wirklich was. Würde ich sofort machen, wenn ich es könnte. Wenn ich das Angebot bekommen würde. Ja, Menschenseele. In diesem Haus wohnen kostet auch gar nicht viel. Ach, wissen Sie was, ich schenke es Ihnen. Da würde ich nicht überlegen lang.
Lila muss ich hier doch ein bisschen rauskriegen wieder. Und da kommt noch ein Follow rein von Benjamin Spang. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich schau mich mal gemütlich in den Lurk. Da wünsche ich dir viel Spaß bei JD. Hamburg ist bestimmt schön, aber ich sehe da immer nur Arbeit. Familie kann man sich halt nicht aussuchen. Oh. Mein fucking Gott, wie gut der alle. Dankeschön, Benjamin Spang. Hier gibt es so die ein oder andere visuelle und auditive Überraschung. Oh Gott. Ich hab krasse Bauarbeiten im Hausflur. Ich hoffe sehr, dass man das nicht so hört. Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Mensch mit Niveau nennen mich Butler. So. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen vervollständigen. Heute ist aber auch was los, ey. Ich habe gerade gedacht, Himmel, was brennt jetzt denn hier bitte durch? Ey, dieser Moment, wenn man vor seinen eigenen Kommands erschreckt. Oh Mann. Genau dein Geschmack. Oh, das ist super. Das ist super. Ich glaube, du bist hier genau richtig. Genau, wir haben hier für Pipi-Pause haben wir das hier. Und ich mag Gummihühner. Die gibt es hier sehr, sehr viel. Hey Schwiesel, Hallöchen, das ist Jean Connery, richtig. Ich bin sehr, sehr froh, dass du das erkannt hast. That makes me very, 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 very happy. Oh, die Schildkröte, ja. Hier passieren Dinge. Mit unterweilen sehr viele Dinge. Bei der einen oder anderen Sache habe ich es vielleicht etwas übertrieben, aber ich übertreibe gerne einmal, wenn es passt. Ey, Sui! Oh Mann! Nein! Die hat mir schon wieder Löcher in die Strumpfhose gemacht. Komm mal hier, meine Süße. Sui! Aber ich finde das so schön, dass sie wieder bei mir sitzen. Ich hoffe, nächste Woche auch, wenn wir dann das neue Ringlicht testen hier. Also Benjo sitzt gerade bei mir rechts auf der Schulter, den würdet ihr jetzt sogar sehen, wer die Kamera an wäre. Und Sui sitzt gerade vor dem Mikrofon und macht quack quack. Sui, quack quack. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Miau. Ich versuche mal aus den Vögeln ein Quack quack rauszubekommen. Quack quack. Oh, habt ihr das gehört? Das war das süßeste Quack-Quack, was ich jemals gehört habe von dir, Sui. Muah, bisschen Schatz. Meine Katzen machen immer Löcher. Ja, Martin, also ich glaube, ich hab überhaupt gar kein Kleidungsstück mehr, wo kein Loch drin ist. Es ist, oh. Es ist, ja, wenn man mit Vögeln zusammenlebt. Speziell Brotz. Jetzt krabbelt es ins T-Shirt. Oh, ihr seht das nicht. Oh, Benjo muss wieder kacken. Puppi. Fein. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Beim Po-Pirsig ist zu hoch. Die Alerts passen. What? Was? Stimmt, ich habe den ja ein bisschen hochgeschoben, damit, aus Gründen. Oh, stimmt. Ja, Elchwiesel, Sui macht gerne Löcher, deswegen habe ich jetzt auch ein spezielles Parrot-T-Shirt an, damit sie da fleißig
dran rumknabbern kann. Kleine, wie heißt du? Lavendel unterstrich Regen klopft 42 Bits raus. Was muss ich denn da jetzt verschieben? Wartet mal. Ich glaube, das sind... Ich brauche noch mal ein Safe. Warte mal. So. Jetzt passt es wieder. Dankeschön dafür. Das habe ich noch nicht angepasst. Jetzt geht das wieder. Ach, kann doch nicht wahr sein. Dankeschön. Sui. Aber echt, ey. Genau. Wo sind sie eigentlich ausgebildet worden oder wie oder was? So komisch oder wie oder was? Oder wer oder warum oder wieso? Oder weshalb? Und ich raff das hier gar nicht. Oder wie? Oder was oder wer? Oder wieso denn überhaupt? Wo ist das denn? Hier ist wieder alles zusammengebrochen. Ist schon wieder weg. Einmal mit Profis. Ich sag's dir. Es ist immer irgendwas hier, ne? So, hier geht jetzt überhaupt nichts mehr. Schmeiß mal weg das Kram. So, ich mach mich jetzt mal an John Connery. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich bin gewillt. Das Originalbild ist ja auch ein Schwarz-Weiß-Bild. Ob ich den vielleicht auch schwarz-weiß gestalte? Was nehmen wir denn dann für einen Pinsel? Oder so Grautöne. Es ist eine Value-Übung. Aber erstmal suche ich den geeigneten Pinsel dafür. Oh, der ist irgendwie cool. Der ist doch mal fancy, oder? Oh, mein Monitor spinnt wieder. Der geht immer aus und an und aus und an. Computerlümmel! Gibt's Gandalf noch? Natürlich! Ausrufezeichen Gandalf. Oder? Ja. Juli sucht den Superpinsel, könnte Kassi. Da brauche ich aber noch eine dreiköpfige Jury. Ich brauche noch eine Person. Ich habe bis jetzt nur zwei Köpfe. Einer davon sitzt bei mir im T-Shirt. Ich habe meine beiden Banausen mal in deinen Discord geschickt. Oh, das ist aber lieb von dir, Blondie in the Dogs. Dankeschön. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich überhaupt selber einen Gandalf-Dingenskirchen? Oder habe ich den noch gar nicht eingerichtet? Aber eigentlich... Ich habe den noch gar nicht. Schande. Und hier ist ein leeres Feld. Das genügt für alle Juroren. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob es Gandalf noch gibt. Ah, danke schön, Mel. Es gibt ihn noch. Dazu musst du ein VIP sein. Oh, Streuner, schon, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ja. Also ist leider nur VIPs vorbehalten. Ich habe einen Vogel zwischen meinen... Naja. Und sonst so. Es ist gerade so niedlich. Es ist so schön warm. So, wartet mal. Da mache ich mir das mal... mache ich mal einen extra Ordner. Gut. John Connery. Mein Vogel ist versaut. Nein, die kuschelt nur. Hallöchen, Mary Smith. Moin, moin, dankeschön für deinen Follow. Vogel weiß halt, was bequem. Ja, wirklich, das ist so süß gerade. Und ich hab's schön warm. Ich bin noch nicht ganz so hundertprozentig mit diesem Pinsel. Es sind hier nur 30.000. Oh, der ist irgendwie ganz interessant, weil der auch so schön rough ist. Rough.
Ich mache jetzt erstmal die darkesten Stellen. Hallöchen, Traumfalke. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Nein, der Vogel ist nicht versaut. Juli hingegen... What? Oh. Niemals. Ja, ich weiß. Lieber versaut als ein Stock im Arsch. Und das quer. So, jetzt halte ich aber die Klappe. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also was ich hier, glaube ich, auf alle Fälle noch machen muss, ist die Edges, die Kanten dann ein bisschen, glaube ich, anpassen. Aber es ist eigentlich, es ist wurscht. Es ist wurscht, mit was man, mit welchem Pinsel man malt. Man kann auch mit einem Hard Round oder Soft Round Pinsel richtig tolle Dinge zaubern. Ich freue mich, dich mal wieder beim Streamen zu erwischen. Das freut mich auch, Traumfalke. Dankeschön. Ja, es ist in letzter Zeit so viel passiert und jetzt geht's langsam bergauf. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass das so bleibt, vielleicht sogar noch besser wird und das weitergehen kann. Richtig. Ich habe noch so viel vor mit euch. Ist richtig. Das ist schön warm. Ist wirklich eine Schande, dass ich jetzt keine Cam anhabe, wirklich. Zum Teil kann ein Stock im Arsch auch versaut sein und es ist Freitag. Solche Themen gehören dazu. Genau. Freitags darf man auch Hallo. Schon ab Hallo 10 Sie. Uhr. Wollen Sie die Werbung geht wieder! Gewinnen? Einen Heferschon oder Vierzische? Vielleicht sogar eine Kuseschmatze? Nur zur Zirkeit. Aktionswochen bei Kentucky schreit Fiepen. Ja, hör schon mal. Habt ihr das gehört? Es geht wieder. Ich muss doch nichts nachgucken. Mehr Freizeit heute. Oh, jetzt bin ich noch mehr happy. Because I'm happy, 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 happy. Naja, war doch die Voice zu hören. Ach ja, da war doch... Oh, Mensch, ich wieder. Genau, der Ohrenschmeichler, der liebe Sven. Es geht die Werbung vorhin. Lieber Streunerschein, ging es nämlich nicht. Nicht mal ich konnte das auslösen, aber das war wegen dem Timeout. Gut. Jetzt geht es wieder. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Weil da muss ich mich nicht um die Programmierung dann nochmal kümmern, da muss ich nicht nochmal schauen. Da war das irgendwie ein Schluck auf. Ich weiß nicht, ich konnte es ja noch nicht mal so abspielen. So manuell. Lass die Finger von Emanuel. Ah. Da, 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 da. Boah, Nico, hast du schon gehört, dass Ratchet und Clank umsonst geben soll? Für die PlayStation 4? Im Sommer? Oder jetzt sogar bald? Also nicht das ganz neue Ratchet & Clank, sondern Oder wer? Oder warum? Oder wieso? Der Vorläufer, glaube ich. Ich hab das hier gar nicht. Oder wie? Oder was? Oder wer? Oder wieso denn überhaupt? Ich habe jetzt nur nicht mitbekommen, ob das jetzt für PlayStation Plus Mitglieder oder für alle. Oh mein Gott, wenn das für alle... Boah, das werde ich mir runterladen. Weil Ratchet & Clank ist mir ein bisschen immer durch die Lappen gegangen. Ich habe Sly Cooper gespielt und Jack and Dexter. Oh, ich hoffe nicht PS Plus. Ich komme immer bei der Werbung kommt was anderes. Apfelschnitte. Wir haben ja noch andere Werbung. Vielleicht spiele ich die nachher nochmal ab. Wenn ihr ganz lieb und brav und artig seid. Kennst du eigentlich Bummelkasten? Ich glaube nicht. Was ist das? Bummelkasten sagt mir jetzt gar nichts.
kenne einen Kummerkasten. Einen Kummerkasten kenne ich. Ich bin immer artig, abartig, bösartig, eigenartig, artig. Jede verrückte Nute sollte Bummelkasten kennen. Okay, das schaue ich mir nachher an. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Rinnmüppenappel, Saftpresse extended. Oh, das ist wieder weg. Oh, wo ist die Apfelpress Extended hin? Bummelkasten bestellt. Schaue ich mir nachher mal an. Ist das Musik? Ich zeichne mit dem Programm CSP. Moment. Software. Was immer wieder auch mal im Angebot ist. Warte mal, ich kann dir mal die Oberfläche gerne zeigen. Mit dem kann man nämlich auch animieren mit diesem Programm. Das ist das unglaublich Geile. So. This is Clip Studio Paint. I love this software very, very doll. Because you can do a lot of cool things. For example, animation. Ich kann ja mal was aufmachen. Man hat mich jetzt erschreckt, Streuner schon. Moment, da muss ich mal in meinen speziellen Ordner gehen. Alert Animation. Nehmen wir mal den Geschenker-Sub. Weichware. Ja, genau. Moment, das muss ich erstmal. Zeitleiste. Jetzt hat man nämlich hier die Möglichkeit. Also hier unten in dieser Leiste kann man jetzt sehen, dass ich mehrere Frames habe. Und diese Frames zeigen dann die Animation. Und ich gehe jetzt mal einfach hier durch. Und ja, es ist jedes Bild einzeln gezeichnet. Vorteil, es sieht selbst gezeichnet aus und hat einen ganz speziellen Look, finde ich. Nachteil ist, du musst jeden Frame selber zeichnen und man kann sich ja ausrechnen, bis die... Ich muss mal das Handy ausmachen. Bis es eine flüssige Bewegung ist, die unser Auge wahrnimmt, braucht es ein paar Frames pro Sekunde. Und deswegen ist selbstgezeichnete Animation sehr, 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 sehr zeitaufwendig, aber auch mega geil. Es macht so, so unglaublich viel Spaß. Und ich habe letztes Jahr dann auch angefangen, meine eigenen Alerts selber zu zeichnen und zu animieren, weil ich habe da einfach... Mein Herz drin verloren. Es macht einfach so, so, so viel Spaß, sich da auszutoben. Man kann kleine Geschichten erzählen auch. Man kann Anekdoten aufzeigen, die man so nur, wo man mehrere Bilder für bräuchte, mehrere Seiten. Ach, es ist echt toll. Und wie gesagt, es ist eine traditionelle Methode,
Man braucht da sehr viel Zeit, um sich ein bisschen reinzufuchsen. Auch so ein paar Dinge, wie sieht eine Bewegung natürlich aus? Ja, und das machen meine Vögel wirklich. Die würgen dann immer gerne sich gegenseitig Nahrung hoch, um sich zu füttern. Deswegen ist auch der Subgift so geworden, wie er hier angemutet erscheint. Oh, Mann. So, back to the topic. Jetzt muss ich das wieder ausblenden. Also Clip Studio Paint ist auch was das Traditionelle. Ich kann ja gerne mal zeigen. Ich habe ja hier so ein paar Farbstudien gemacht. Das ist auch ganz, ganz wundervoll an diesem Programm. Du kannst so, so schön Farben miteinander vermischen lassen. Also das kann das Programm so unglaublich fantastisch gut. Ich übertreibe wirklich nicht. Das kann das Programm wirklich gut. Viel, viel besser, finde ich, als Photoshop zum Beispiel. Photoshop hat da jetzt auch schon ein bisschen nachgelegt. Aber hier, wie schön man hier Farben miteinander verblenden kann, ne? Und ich mache gar nichts. Ich gehe einfach nur mit der grünen Farbe in dieses Lila rein und der mischt das automatisch. Es ist so geil. Also wirklich, als würde ich traditionell das anfertigen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Und ich habe mir Clip Studio Paint eigentlich nur zugelegt, weil ich das Animieren, dieses traditionelle Animieren so spannend fand. Und dann fand ich das auch die ganzen Pinselmechaniken, diese ganzen Funktionen, die mit einem daherkommen, so unglaublich gut, dass ich ja noch begeisterter war. Also ich kann das Programm jedem empfehlen, der sich da zeichnerisch und malerisch gerne digital austoben möchte. Und das ist auch immer mal wieder so ein paar Mal im Jahr im Angebot und kostet dann die Hälfte weniger. Und es gibt zwei Versionen. Oh Gott. Wie liest denn da der Command? Es gibt zwei Versionen von Clip Studio Paint. Die Pro- und die X-Variante. Und zum Zeichnen und Illustrieren reicht völlig die normale Pro-Variante aus. Ganz, ganz toll. Procreate ist auch schön. Procreate ist auch ganz toll. Ich habe selber nicht getestet, aber ich fand die Pinsel so, so schön, was ich so gesehen habe. Angsthase, Hallöchen, moin, moin. Dankeschön. Bei mir hängt sich der Stream gerade ständig auf. Krieg hier nur die Hälfte mit. Was? Ist das bei euch allen so? Also ich habe keine Fehlermeldung. Rautka, Hallöchen, schön, dass du da bist. Mittagspause, genau, da gibt es noch mal eine Gulaschsuppe für alle, die Hunger haben. Meine Damen und Herren, die Gulaschsuppe ist angerichtet. Tja, Eva, was ist denn da wieder los? Dann sitzt gerade wieder irgendjemand auf der Leitung. Und Schwarz-Weiß-Zeichnung anzufertigen ist sowieso eine super gute Übung, finde ich. Auch um das Auge ein bisschen zu schulen. Besser dreidimensional zu sehen und wie Licht und Schatten funktioniert und wie der Schatten entsteht. Oder so ein Vogel hakt auf der Leiter rum. Das kann auch sein, Angsthase. Bei mir hängt nur der Chat ab und an mal. Aber sonst läuft das wundervoll. Der Chat hängt? Okay. Apropos Mahlzeit, ich sollte dir mal was zu essen. Mia. Genau. Mach mir mal was zu essen. Das ist Quatsch. Ja, jetzt wird's Zeit. Ich freue mich auch schon gleich, nochmal was zu futtern. Morgens esse ich sowieso mal nicht so viel. Ich gehöre zu der Sorte Menschen, die morgens nicht sehr viel runterbekommen. Mir wird eher schlecht, wenn ich morgens sofort was esse. Und dann auch meistens nur so eine Kleinigkeit, wenn ich dann Hunger bekomme, so Müsli oder so. Das ist schon in Ordnung.
Kaffee habe ich jetzt auch schon eine Weile morgens nicht mehr getrunken, weil ich ja durch meine Geschichte hier mit dem Hals ja lange auch unter Übelkeit ja Spaß hatte morgens. Und dann trinkt man erst recht keinen Kaffee. Oh, ich habe das so vermisst. Ich habe immer noch nicht mein... Habe ich nicht vorhin gesagt, als ich den Stream gestartet habe, ich habe noch meinen Kaffee gar nicht geholt? Ich wusste es. Ich hole mir den immer erst, wenn der Stream vorbei ist. Ach, egal. Wurscht. Der Tag ist ja noch lang und freitags darf man auch mal ein bisschen später Kaffee trinken. Ja, ja. So, aber ich werde gleich trotzdem meine Pipi-Pause machen. Ich muss nämlich mal ganz dringend wohin. Da bekommt ihr dann erstmal gleich Werbung an den Kopf geknallt und dann haben wir noch ein paar Minütchen. Also 20 Minütchen mache ich bestimmt noch, wenn ihr Lust habt. Es ist echt so ein Jammer, dass ich gerade keine Cam anhabe. Mein Papageienweibchen, die Henne, die liegt gerade in meinem T-Shirt und ihr könnt es nicht sehen. Eine Schande. Ich muss die Edges nachher noch ein bisschen an manchen Stellen. So, wo haben wir jetzt noch richtig dunkle Stellen? Hier die Jean Connery Fältchen. Und hier noch ein bisschen. Nicht übertreiben. Aber ich glaube, da suche ich mir dann einen anderen Pinsel für. Ich mache jetzt erstmal noch die Stellen, wo das noch dunkel muss. Aber nicht alles. Attention. Dafür füttern sie ja zum Zeit ihren Insta sehr gut. Oh ja, das ist gut so. Foto machen und bei Instagram reinpacken. Ist nicht jugendfrei. Weil... Von außen sieht man nur eine Beule. Sieht aus wie eine dritte Brust. Oh, jetzt guckt sie oben raus. Oh, Leute. Leute. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich mache mal ein Foto. Habt ihr gehört? Ich habe ein Foto gemacht. Wie zeige ich euch das jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Wartet. Das ist jetzt quasi eine Live-Momentaufnahme. Die ich euch sehr, sehr gerne zeigen kann. Ich lade es mal in Discord hoch. Unter Benjo und Kazooie. Dann kann ich euch das nämlich auch hier zeigen. So. So. Benjo und Kazooie. So, guckt. Da. Und jetzt hat sie ihren Kopf wieder ganz reingesteckt. Also die liegt quasi... Oh. Ja, und es ist so schön warm gerade da. Oh, ich genieße das so. Wer ist denn die Dame auf dem Bild? Ich weiß nicht. Das ist so niedlich. Ja, und da oben hier die Löcherchen, seht ihr? So sehen alle meine T-Shirts aus. Hallöchen, Husky. Moin, moin. Und alle, die ich jetzt vergessen habe zu begrüßen, Verzeihung. Schön, dass ihr da seid. Manchmal passiert das zwischendurch. Das, ja, dafür schäme ich mich ganz doll. Aber naja. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja nicht mit Absicht mache. Es ist halt manchmal ein bisschen schwer, alles im Überblick zu behalten. Bei so viel, sagen wir mal, Input, ne? Ich mache das erstmal grob.
Feine mache ich dann auch gleich weiter. Hier geht es noch ein bisschen rein. Ich wusste nicht, dass die so unfassbar niedlich sein können. Ja, das wusste ich auch noch nicht, als ich, also bis ich die zwei Süßen ja bei mir zu Hause hatte. Was eine dritte Brustschau draußen ist. Ja, gut, dass die Cam aus ist. Abgeschnitten wieder so ein Name, der Appetit macht. Oh, ich sag's dir. Und ich hatte so ein geiles Stück Käsekuchen gehabt vorgestern. Boah, Leute. Als ich vom HNO-Arzt zurückgekommen bin, habe ich mir ein Stück Käsekuchen gegönnt. Und es war... Sie hätten einen Dichter schicken sollen. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Aber so eine Umschreibung, wie es war wirklich sehr, sehr lecker, ist einfach unwürdig. Unwürdig für so ein geiles Stück Käsekuchen. Der Mohnkuchen war auch gut, aber boah, dieser... Oh. Oh, vor allem dieser Rand, dieser buttrige, knusprige, vanillehauchige Rand. Der so Keksnuancen hatte. Oh, Seven! Moin! Einen schönen Freitag auch dir. Hab nochmal für 6 kommende Monate... Was? Nein! Alter Falter! Wow. Oh mein Gott! Das ist krass. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh. Nico, danke schön. Oh, das macht mich unglaublich happy. Unglaublich happy, danke schön. Na, hast du dich schon gut eingelebt, Seven? Ich habe schon gesehen, du hast mit neuen Skins angefangen. Gibt es denn jetzt einen neuen Wettbewerb für Hand? Oh mein Gott, das sieht schon wieder so krass aus, was du gemacht hast. Oh, geil. Ich würde auch gern wissen, was das da links ist. Was? Wo links? Was meint ihr? Was, wo links? Oh, da wünsche ich dir alles, alles Gute für. Wie cool ist das denn? Da muss ich unbedingt auf dem Laufenden bleiben. Melli! Scheiß die Wasch an! Mein Hobbit. Hallo. Hallöchen, Melli, moin, moin. Die Dame? Ach so, das ist nur eine Porträtübung. Ich habe schon gehört, dass die so ein bisschen aussieht wie Max von Life is Strange. Ist aber, glaube ich, eine andere. Ich hab irgendwelche Referenzen aus dem Internet. Jean Connery auch, ne? Also den Jean Connery habe ich auch nicht aus dem Kopf gemalt. Die könnte ich nicht so aus dem Kopf malen. Wie geht's dir, Melli? Hoffentlich hast du Feierabend. Hoffentlich hast du Feierabend. Das schon wird toll, würde ich mir aufhängen. Oh, hey, Giesel. Mal eben kurz in die Küche. Okay. So, Pause ist gleich vorbei. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit geilem Käsekuchen. Rautka, danke schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir einen guten Start ins Wochenende. Lass es dir gut gehen. Ich finde, sie sieht ein wenig aus wie Mi Mama, Mi Hama. Die haben beide in Man lebt nur zweimal gespielt. Ich kenne den Film gar nicht. Upsi. Ich kenne so viele Filme noch nicht. Schande, Schande, Schande. Da muss ich den wohl mal gucken, Gottman, wa? Man lebt nur zweimal. Muss ich mir mal merken. Weh, den kannst du nicht aus dem Kopf malen. Nein, Melli, du sollst doch Feierabend haben. Oh, ein James-Bond-Film. Oh, ich habe in meinem Leben noch keinen James-Bond-Film gesehen. Ich habe mal angefangen, einen zu gucken. Und dann habe ich mit anderen Freunden in der Küche Dinge gemacht. Das kann ich nicht erzählen hier. Dann haltet ihr mich alle für bekloppt. Na, wobei. Alles klar, Seven. What the fuck? Nein, nicht die Dinge. Ihr Ferkel.
Aber es hat was damit zu tun. Nein, ich kann das nicht erzählen. Ich muss euch erstmal besser kennenlernen. Das ist, ich bin zwar recht offen, was sowas angeht, aber nee. Im Internet, da muss man vorsichtig sein. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das kann einem mal ganz übel Kübel auf die Füße fallen, du. So, ihr bekommt jetzt aber noch ein bisschen Werbung auf den Kopf geknallt, weil ich mich ganz dringend mal aufs Klo muss. Und dann mache ich noch ein ganz klein bisschen als kleine Zusatzzugabe heute. Was hast du in der Küche gemacht? Komm. Nee. Pudding gegessen? Nein. Die Unschuld in der Küche verloren? Nein. Der hat doch beim Suchen geholfen oder wie? Um Gottes Willen, nein. Gar nicht mal so verkehrt, Elchwiese. Es war nur kein Pudding. Du kennst die ganzen alten misogynen Gedanken. Nein, kenne ich nicht, Godwin. Jetzt reite nicht noch auf meiner Schande herum, bitte. Ihr bekommt jetzt erstmal Werbung. Ich bin sofort wieder für euch da und dann machen wir noch eine ganz kleine Zugabe für heute, okay? Jo. Habe ich die Musik ausgemacht? Nein. Bis gleich! Guten Abend! Ich heiße Annemarie Müller, bin Bayer und ganz nordisch auf Müller. Die Buttermilch schmeckt und ist wie eine Schönheitskur von Ihnen. Alles Müller oder was? Ja, Gott sei Dank, ich heiße nicht Müller. Aber die Buttermilch von denen, wenn es schön macht. Buttermilch. Alles Müller oder was? Starfrucht, Starfrucht, extra große Fruchtstücke. Starfrucht, frischer Joghurt, Fruchtjoghurt-Konsort. Starfrucht, so viel frische, extra große Fruchtstücke. Joghurt ganz naturbelassen, Starfrucht-Konsort. Beißt die Frucht, da erlebt die Frucht. Starfrucht. Viele Dinge, die gut schmecken, sind etwas schwer. Gervais Obstgarten ist eine Alternative. Er ist leicht und schmeckt. Gervais Obstgarten. In der Tube. Ich heiße Philipp Stürmer. Nee, Philipp Müller. Ich bin Stürmer und fünf. Und zwar keine Milch, aber Müller mit Schoko. Alles Müller oder was? Das macht Lust auf mehr Kaffee. Grün und Light. Nur halb so viel an Koffein. Und ganzes Aroma. Genießt die Lust mit Grün und Light zu jeder Zeit. Grün und Light. Ich heiße lieber Katrin als Müller, aber was will ich machen? Müller-Milch. Alles Müller oder was? Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben das neue Milka Fresh erfunden. Da ist Minze drin, in einer knackigen Füllung. Und zarter Schoki von Milka. Aber Vorsicht! Ist cool, Mann! Mamma mia, vengo! Herr Angelo. Ich glaube, Ihr Auto steht auf meinem Parkplatz. Prego, s'accomodi. Aber ich habe gar keine solo, Zeit. Un attimo solo. Si prende una bustina di Nescafé. Poi si aggiunge un po' di acqua. Guardi come cresce il cappuccino. Pronto! Il cappuccino. Cino. Danke. Gradisca. Und wann fahren Sie Ihr Auto weg? Ich habe gar kein Auto, Signorina. Kaum steh ich hier und singe, kommen sie von nah und fern und fangen an zu knabbern, sie haben halt Hülte gern. Sie singen und sie tanzen, sie lachen und sie schreien und wollen noch mehr Hülte, die lecken Knabbereien. Komm auch du, greif zu, komm auch du, greif zu. Gut, bei McDonald's ist es einfach.
Schon wieder spröde Lippen. Verwöhn deine Mundrandhaut mit den neuartigen und betörenden Sorten von Lobolo. Lobolo Kohlrabi pflegt und verleiht zartgrünen Glanz mit echtem Kohlrabi-Aroma. Pflegt und schmeckt. Lobolo Bolognese aus unserer neuen Dude-Serie mit der 2-in-1-Formel. Pflegt intensiv und verleiht natürliche Farbe mit einem Pflegekern aus bestem Cheddaröl. Achten Sie auf das Original mit dem Käsekern. So lecker. Lobolo Elefantenrüsselfisch. Der Pflegestift für den Mann von heute. Kein Glanz, aber gutes Fischöl. Denn Männerlippen brauchen mehr. Und Fisch. Oh nein, ich laber hier und laber hier. Ich glaube, ich habe jetzt schon seit 3 Minuten... Ach, egal. Ja. Genau, eine Pudding-Affäre. Wo waren wir? Nee, ich wollte Melli fragen. Mensch, wieso hast du denn schon wieder eine Entzündung, du Arme? Trägst du keine Schlüpper unterwegs? Sollst doch gesund bleiben. Ich laber hier. Ist so komisch oder wie, oder was? Ich kann's nicht fassen, ey. Ist so komisch, oder? Ich höre Stimmen. Ja, jetzt hat's es mitgekriegt. Besser spät als nie, ne? Nach 2 Jahren Streamen kann einem das immer noch passieren. Es ist krass, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, Sui, die ist gerade wieder auf meiner Strumpfhose unterwegs. Und, Geh lernen, Alter. Chicken. Und möchte nicht von der Strumpfhose. Ich werde zerstört. Natürlich tue ich das. Ist doch alles so kompliziert mit der Technik und dem Internet. Ich sag's dir, wirklich. Jetzt hat dir noch ein Clip gefehlt. Jetzt war es so schön ruhig. Tja, vorbei. Psychosomatisch, hormonell? Ach so. Bin mit der Leiter letztens. Ja, mit. Ach Mensch, du Arme. Oh, Melli. Das ist doch so unangenehm. Das tut doch weh, der Kacken, Scheißendreck. Ach so, ich wollte ja mit. So, ich gucke jetzt mal nochmal, ob ich hier alle dunklen Ebenen geebnet habe. Für weitere ebnungswürdige Ebenen. Oh Gott. Ich sollte wirklich langsam wieder reinkommen. Das ist, ja. Was nehmen wir denn da für einen schönen Pinsel? Bad. Jebby! Moin, moin! Ich höre nur Ebenen. Das ist die Sub-Ebene. Die Suppenebene. Hä? Hab ich nicht. Was ist da denn? Ja, nu, Leiter am Kopf war nicht genug. Feuchter Po. Och, Melli. Dass du dich da jetzt immer noch mit rumprügeln musst, ist doch scheiße.
Du Arme, du. So, jetzt gucke ich erstmal nach einem schönen... Oh, der ist ja auch geil. Oh, der ist ja geil. Warte mal, ich könnte ja mit dem hier vielleicht... mit der Deckkraft ein bisschen spielen. Oh, das ist genau das, was ich gesucht habe. Da können wir nämlich noch ein bisschen verdichten. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Ich fahre dann nur los. Ja, genau, Melli. Gönn dir Feierabend. Ich hoffe, das ist der letzte Termin für dich. Und nicht hinfallen. Schön mit den Hühnern oben bleiben. Beziehungsweise so, dass das nicht krack macht. Oh, fühl dich mal ganz lieb gedrückt, Melli. Geht's dir besser? Deine Videos von Zoe vom Fenster habe ich mich sehr... wie schön. Das habe ich jetzt wirklich, diese coole Rückmeldung habe ich jetzt oft gehört. Das freut mich. Ja, ich habe leider zu spät zum Handy gegriffen. Also die hat ja diesen ich nenne es mal Anfall. Den Anfall hat sie ja schon eine Weile gehabt. Und dann habe ich ganz schnell das Handy geholt. Dann war sie ja schon fast mit den Gröbsten durch. Aber so ein bisschen was konnte ich noch festhalten. Ich habe mich auch so köstlich amüsiert. Das freut mich, dass ihr da auch so Spaß hattet. Und ich dachte, das musste raushauen. Ich war auch total perplex. Was ist mit ihr los? Weißt du, die hat mich gesehen auf der anderen Seite. Also... Nö, nicht auf der anderen Seite, sondern hier am anderen Fenster vom Balkon. Und da wollte sie unbedingt hin. Oh, das war so süß. Ja, die Sui. Die Sui, Sui. So, hier müssen wir auf alle Fälle... Sieht so ein bisschen schmuddelig aus, aber irgendwie mag ich diesen schmuddeligen Look. So, jetzt können wir nämlich hier ein bisschen Plastizität reinkriegen. In den guten Sean Connery. Ich glaube, da ist der auch nicht traurig drum. Hier so ein paar glanzige Glanzstellen sind hier. Auf dem Kopf. So. Ich muss auch nur los, Nudel. Schönen Freitag noch hier alle und viel Spaß mit den diesen Nasen von Nico. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine ja, schöne Worte heute und deinen Support. Und ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und schaut unbedingt mal beim lieben Nico vorbei. Er macht unheimlich tollen Content und ist dazu noch ein ganz, ganz lieber, sympathischer. Warte mal, ich mach dir mal schnell ein SO. So. Hab ganz viel Spaß am Wochenende und bleib gesund. Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Das ist auch nicht schlecht. Ich hatte gestern einen fürchterlichen Tag und du hast einfach... Oh, Shabby, das ist natürlich blöd. Aber gestern ist gestern, heute ist heute und möge das Wochenende dafür umso schöner werden. Und schön, dass du reinschaust. Ja, Shabby, auf jeden Fall. Seitdem ich in vernünftiger Behandlung bin, sagen wir es mal vorsichtig, ist das viel, viel besser geworden. Also ich fühle mich wirklich jetzt seit ein, zwei Wochen wieder wie ein Mensch. Das war ja davor, ja, eher nicht so. Da haben ja die mehr falsch als richtig gemacht. Vor allem der Orthopäde und der Hausarzt. Oh, nee. Mit Plastikback, was? Mit Plastikback gebannt. What? Was das schon ausmacht, ne? What? Hey, Tux! Jawoll! Hallo, Julia. Ganz liebe Grüße und ein sonniges Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Morgen. Dankeschön, Helltux 007. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen siebenmonatigen Resub. Die sieben, die kann doch nur Glück bringen.
Und schön, dass du da bist und reingeschaut hast. Da freue ich mich. Es freut mich sehr, dass dir gefehlt. Welche Diagnose ist denn rausgekommen? Oh, so viele, Shelby. Ich war, ja. Also, es fing ja erst an, also ich vermute mal, das war erst, ich habe mir da irgendwo was eingeklemmt. Atlas vielleicht auch irgendwie mit einbezogen gehabt. Und dann bin ich ja zu dem Orthopäden mit dem Hausarzt und die haben dann noch eine Entzündung reingedonnert, weil durch die ganze falsche Behandlung an der Halswirbelsäule ist das nur noch schlimmer geworden. Und das war wirklich, ich war so instabil mit allem drum und dran und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und wie gesagt, ich war noch beim HNO-Arzt, habe mal einen Allergietest gemacht wegen dieser diesem Atembeschwerden. Alles gut. Keine Allergie, da bin ich schon mal mega, mega happy. Und das hat alles was mit der Muskulatur zu tun. Die Tiefenmuskulatur ist so verspannt. Und ich habe das auch nicht mehr so, wenn ich jetzt länger am PC sitze, dass ich mich dann nach einer Zeit wie, als würde ich erwürgt werden, fühle. Das ist auch weg. Das ist noch ein bisschen da. Also wenn ich merke, ich sitze ein bisschen länger am PC, merke ich schon, oh, so hinter der Nase, die Muskulatur drückt wieder so ein bisschen dagegen und am Hals. Aber das ist schon viel, viel besser geworden. Und ich denke mal, das geht jetzt hoffentlich auch weiter in diese Richtung. Leia Bri, danke schön für deinen Follow. Aber es fühlt sich unglaublich gut an, auch endlich wieder mit euch Spaß zu haben. Das hat mir wirklich unheimlich gefehlt. Also 2 Monate, das möchte ich echt nicht nochmal haben. 1 Woche ist okay. 2 Wochen sind schon so langsam, wo du sagst, boah, aber 2 Monate, also fast 2 Monate, nee. Ja, du hast dann so ein Gefühl, du hast ja am Hals auch Muskulatur und die ist dann so verhärtet und da ist alles so verspannt, dass du das Gefühl hast, deine Nase ist zu. Also ich habe nichts gerochen, kaum was geschmeckt, wo es richtig schlimm war und die Muskulatur kann echt fies sein, legt sich dann auch so um den Hals, du hast Schluckbeschwerden, das ist echt nicht schön. Das ist wow. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Muskeln solche Löcher sein können. Snibbles! Bitte was? Der war weg? Das geht ja gar nicht. Das passiert manchmal, Snibbles. Ich habe das auch schon erlebt. Oder hast du dir einen neuen Account gemacht? Nee, ne? Ach, egal. Hallöchen, schön, dass du da bist, Snibbles. Wie geht's dir und wie geht's Sabrina? Wie sieht's aus mit dem Nachwuchs? Ist das nicht bald so weit? Oh Gott, ich hoffe, ich verpasse das nicht. Ich darf das nicht verpassen. Ich hoffe, euch geht das gut. Und den Kleinen auch. Das ist aber lieb, dass du reinschaust, Snibbles. Da freue ich mich. Und wie kommt die Emote-Fabrik vorwärts? Das klingt doch toll, dass es dir wieder deutlich besser geht. Oh, Heltux, ich genieße einfach eigentlich jede Sekunde. Wenn man mehrere Wochen einfach so angeschlagen war und ich rieche so unheimlich gerne. Ich liebe es, Dinge zu erschnüffeln und zu schmecken. Und wenn man das dann so viele Wochen nicht kann und dann auch diese Angst hat, dass das vielleicht auch gar nicht besser wird, weil man gar nicht weiß, was man hat und was da im Körper los oder abgeht. Das war wirklich schlimm. Dui, kein Loch in meine Strumpfhose machen. Was ist denn los, mein Süßer? Was ist denn los? Bist du mit der Allgemeinsituation unzufrieden? Ja, Sie hören die zarten Stimmchen von Benjo und Kazooie. Und jetzt kommt auch noch eine Fehlermeldung von Windhof rein. Hallo, haben Sie schon das neueste Update? Wir möchten Ihnen gerne weiterhin auf den Keks gehen. Sind Sie mit unserem Service zufrieden? Bin schon nicht so laut. Das ist ganz unangenehm. So, ihr Schnuffis. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich bin jetzt 2 Stunden und 45 Minuten am Streamen. Das ist doch schon mal eine gute Zeit. Ich war mal beim Kardiologen wegen Brustdruck und Herzschwäche am Ende, aber später im Mund. Krass, ne? Es ist so krass, was Muskeln
anrichten können. Oder auch der Atlaswirbel, der stellte das ganze vegetative Nervensystem auch richtig krass auf den Kopf. Deswegen war mir auch so schwindelig und mir war übel. Du hast so Sehstörungen. Ey, das ist so furchtbar. Das ist ein kleiner neuer Account. Uns geht's gut. Hoffe dir auch wieder. Ja, die Kinder werden nächste Woche... Oh, abgeholt? Wie? Die Kinder werden nächste Woche Freitag geholt? Was heißt denn das, Nibbles? Sind die schon geboren? Und ihr könnt die dann abholen oder kommen die dann zur Welt? Oh, Chevy. Würde ich mal lieb gedrückt. Oh, Blondie. Ich darf es erstmal nicht so übertreiben. Auch mein Chiropraktor hat gesagt, erstmal nicht länger als 2,5 Stunden. Das ist schon Maximum. Ich muss dann wirklich erstmal so ein bisschen eine Pause machen, ein bisschen dehnen und die Muskulatur entspannen. Ich muss langsam wieder reinsteigen. Auch wenn ich es unheimlich gerne tun würde. Ich würde so gerne noch ein bisschen länger bleiben. Aber ich muss da wirklich, ja, ich muss da mit euch tapfer sein. Und das nicht übertreiben. Aber dafür habe ich vor, nächste Woche wieder ein bisschen mehr stückchenweise in Richtung Normalität und regulären Streams zu gehen. Ich weiß noch nicht, Dienstag, Mittwoch hatte ich ja so meine normalen Streamzeiten. Ich versuche mal, Dienstag für 2,5 Stündchen wieder online zu gehen und Mittwoch auch, ja? Also, dass ich jetzt immer ein bisschen mehr dazu nehme. Ich weiß noch nicht, ob es beide Tage werden, aber ich schau mal. Ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Oh, Godwin! Du Verrückter. Dankeschön. Du Verrückter Lieber. Danke, danke, danke schön. Für das Geschenk-Abo. Oh, wartet, da brauchen wir noch eine kleine. Ich wünsche dir viel Spaß, Nibbles, mit den Emotes. Ruh dich aus, ich freue mich auch über die Abwechslung. Seit September zu Hause ist schon mehr. Oh Gott, ja. Empfehlung des Tages: C&W, Mandel, Bienenstich. Nom, nom, nom. Oh. Kopf und Rat und Wiese, Mandel, Bienenstich. Oh. Keks mal vor, würde ich jetzt auch gerne essen. Normal. Dankeschön, das liebe Babys. Ich wünsche dir auch ein schönes, erholsames Wochenende. Euch allen. Und jetzt ist die Frage, zu wen reiten wir denn jetzt? Warte mal, ich guck mal kurz, was die Kunstwelt gerade so für uns hier offen hält. Oh, da sind ja richtig krasse Sachen dabei. Interessante. Tina, was haltet ihr davon? Kondome? Tina! Hallöchen! Schön, dass du reinschaust. Da freue ich mich aber. Wir wollten gerade reiten, aber da bin ich ja froh, dass ich nochmal Hallo zu dir sagen kann. Ich suche gerade jemanden, der ganz wenig Zuschauer hat. Warte mal, für dich empfohlen. Ich guck mal, wenig. Wenig Kunst. Zuschauer. Ja, komm, ich habe da schon jemanden, glaube ich. Ich würde so gerne mit Cam, da kann man sehen, wie geschockt sie sind. Hier gibt es später ein Stückchen Frankfurter Kranz. Oh, lecker. Wir haben mal Gotha-Kranz bei uns gesagt in Thüringen. Aber Frankfurter Kranz ist auch mega, mega lecker. Mm. Holy moly. Okay, ich guck mal, ob ich einen auf Deutsch finde. Wenn ihr vielleicht einen kleineren Art-Streamer kennen solltet, der gerade nicht so viele Zuschauer haben solltet, könnt ihr mir gerne vielleicht Vorschläge schicken. Oh, wir haben ja gar nicht. Hier habe ich drei, nur drei. Okay. Tja, wo gehen wir denn da hin? Wo gehen wir denn da hin? Maria Di Angela. Warte mal, ich guck mal. Mimi. Ah, da Mimi, da siehst du. Ja, dann gehen wir da hin. Dann gehen wir zu der Mimi. Das ist nur Tia und. Ja, Tia sehe ich auch gerade, ja. Gut. Dann hüpfen wir zu der lieben Mimi rüber. Und ich würde mal sagen, mit ganz, ganz viel Glück sehen wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Und mal gucken, wenn es mir richtig, richtig gut geht, könnten wir auch dann baldigst das neue Format hier einweihen zusammen.
Ich weiß noch gar nicht, welchen Tag wir dafür nehmen. Da muss ich mir noch mal ein bisschen was. Muss ich mir noch mal ein paar Gedanken machen. Gut. Wir reiten. Kommt gut rüber zu der lieben Mimi. Und vielen, vielen lieben Dank für die schöne Zeit heute. Auch wenn sie recht kurz war. Aber naja, fast 3 Stündchen sind in Ordnung, denke ich. Passt schön auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche, euch dann wieder hier begrüßen zu dürfen und gemeinsam artastischen Spaß zu haben. Und damit bin ich raus. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Du musst ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Pünktlich unseren nächsten Halt. Von allen Fahrgästen, die hier aussteigen, verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung hinten.